Was geht, Leute? Willkommen zurück zu Game Back Track. Ich bin der Greedo und... Ich bin der Minas. Ja, der Minas ist eigentlich mein Gastgeber, deshalb keine Ahnung, warum ich das Intro mache, aber... Heute ist Greedo-Tag, deswegen. Genau. Wir werden heute ein bisschen quatschen, einfach so freie Schnauze, so ein bisschen über mehrere Themen. Und zwar gerade so ein bisschen aktuell für uns, Resident Evil 4 Remake ist raus seit ein bisschen über einem Monat, glaube ich. Ja, kam irgendwann im März, ne? Wir haben das jetzt schon so ein bisschen sacken lassen können, aber wir haben noch nicht groß drüber geredet eigentlich. Nee, stimmt. Und deshalb werden wir uns einfach mal so ein bisschen darüber auslassen, wie wir das Spiel finden, was die Positives sind, was die Negatives. Mario Brothers Movie. Woohoo! Fun Fact, schon seit ungefähr einem Monat raus. Nee, der, ja, April, ne? Irgendwann im April ist der, glaube ich, angelaufen. Ich habe ihn erst vor einer Woche gesehen. Ja, ja, aber der ist schon, glaube ich, 2 Wochen oder so im Kino. Da werden wir vielleicht kurz drüber reden. Ich glaube nicht, dass wir da sehr lang drüber reden. Jo. Und wenn wir dann noch Zeit haben und Bock haben, Zelda, Tears of the Kingdom, kommt nächste Woche raus. Stimmt. What the fuck? Ja, das ist nicht mehr lange hin. Nächste Woche Freitag, ne? Hat ja auch, glaube ich, über 6 Jahre jetzt gedauert, ne? Bis es dann... Und holy shit, haben wir da wahrscheinlich viel drüber zu ranten. Also schnallt euch an, holt euch Snackies und was zu trinken und let's go. Ja, wird eine brisante Folge, würde ich sagen, ne? Starten wir mit Resident Evil 4, würde ich sagen, ne? Oder? Ja. Ja. Also, um das nochmal zu erläutern, Resident Evil 4 ist damals als erstes erschienen auf dem Nintendo GameCube. Mhm. War auch eine kleine Grafikbombe. Also das Spiel hat grafisch überzeugt und auch komischerweise gameplaymäßig überzeugt. Weil, was für Resident Evil untypisch war. Ja, weil sie das halt komplett in eine andere Richtung dirigiert haben. Ne? Also es ist wirklich eine ganz andere Richtung, die auch sehr wegweisend war für das Genre, ne, zu der Zeit. Danach sind ja wirklich so viele Third-Person-Shooter-mäßige Action-Games rausgekommen, die quasi dieses Gameplay nachgeahmt haben. Ja. Wie bist du dann so zu RE4 gekommen? Jetzt zu dem Originalen oder zu dem Remake? Zum Originalen damals. Eigentlich muss ich sagen, durch dich, weil du hast gesagt, du hast irgendwie bei Giga damals. Genau. Ne, das hast du mir erzählt. Die Story wollte ich auch erzählen. Dann erzähl die ruhig, weil dann nehme ich dir das nicht weg. Also, was heißt, so viel groß zu erzählen gibt es da ja nicht. Ich habe halt früher ab und zu Giga Games geguckt. Wobei, ich glaube, da hat das überhaupt erst angefangen, dass ich das geguckt habe. Mhm. Weil ich kannte das gar nicht und habe das dann durch Zufall irgendwie gefunden, habe gesehen, dass einfach Leute im Fernsehen, also falls ihr Giga Games nicht kennt, das ist quasi so ein bisschen wie Let's Plays, nur damals gab es noch keine Let's Plays, weil das war halt vor 15 Jahren oder so. Und aber halt im Fernsehen. Ja. Und da saßen dann also Leute, wie gesagt, der Fernsehsender hieß Giga, und da saßen dann halt so Leute, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Rocket Beans kennt. Ja, genau. Das sind die gleichen Leute. Sind die Anfänger also gewesen, ne? Was weiß ich, Nils, Etienne, Simon und so, falls die euch irgendwas sagen. Die waren da halt bei diesem Fernsehsender namens Giga und haben da Games reviewed unter anderem. Mhm. Oder Talks gemacht und keine Ahnung was noch. Machen die ja heute auch. Und dann habe ich da halt gesehen, so kurz vor Release war das, glaube ich, wie die Resident Evil 4 gespielt haben. Und das hat mich direkt so geflasht, weil ich war schon da so ein bisschen nicht wirklich Fan der Serie, aber ich hatte auf jeden Fall schon Resident Evil 0 durchgezockt, Resident Evil 1 ein bisschen gezockt. Ich weiß gar nicht, was noch. Und ich hatte halt irgendwie so 1-2 Videos im Internet schon gesehen und dachte so, hä, das sieht voll komisch aus, das ist ja ganz anders und so. Und dann habe ich das bei Giga Games gesehen. Und das war irgendwie dann erstmal die Stelle so nach Del Lago, wo dann irgendwie die ersten Typen auftauchen, denen so die Köpfe platzen mit diesen Tentakeldingern, die rauskommen. Da dachte ich so, holy shit, what the fuck geht da ab? Und dann der Gigante-Fight, wie die dann halt irgendwie erstmal von dem Fall auf die Fresse kriegen und dann irgendwann geht der so down und der Parasit kommt aus dem Rücken und du springst so auf den drauf und messerst den ab. Und ich dachte so, holy shit, wie awesome ist das denn? Und da hat mich das Spiel direkt so gecatcht und ich dachte so, wow, das ist wirklich null Resident Evil mehr irgendwie, aber das Gameplay sieht richtig nice aus. Ja, und dann habe ich mir kurz um das Spiel auch wirklich gekauft und mich hat halt an dem Spiel übelst gecatcht. Einmal die quasi RPG-Elemente, die sie eingebaut haben, also dass du deine Waffen auftunen kannst und die stärker werden. Stimmt. Du kannst ja auch Leon so ein bisschen auftunen durch die gelben Kräuter, dass du deine Max-HP erhöhst. Mhm.
Und einfach das Pacing des Games war halt so nice, weil es passiert halt die ganze Zeit Shit, du willst immer weiterspielen irgendwie. Und es gibt gerade so genug ruhige Minuten zwischendurch, dass man kurz irgendwie durchschnaufen kann und dann kommt schon die nächste geile Szene so. Ja, es ist und, krass durchdesignt, ne? Ja, und halt, und Action. Ich habe wirklich sehr, das sehr, Dorf sehr mitgespielt und spätestens da, wo ich gegen den Bürgermeister gekämpft habe, also gegen Mendes, und der mutiert und dann fällt sein Oberkörper ab und du kämpfst nur noch gegen den Oberkörper. Und das war alles so übertrieben und so crazy. Da hat mich das Spiel wirklich krass gecatcht und dann war ich einfach hooked. Ja, aber das ist halt dieser Resident Evil Twist, den die da irgendwie reingebaut haben. Vor allen Dingen, ich finde das auch dieses Herbstliche, ne, dass du dann halt dieses goldene Braunschema hast. Das hatte halt irgendwie so ein, du bist so halb in der Wildnis irgendwie und das ist so ein bisschen Survival-mäßig. Ja, das Setting ist halt, das Setting ist halt wirklich total erfrischend, weil die alten Resident Evil waren halt immer so, du hattest ein Labor, du hattest ein Herrenhaus, du hattest eine Stadt, Raccoon City oder so, also den ersten, also den zweiten und den dritten dann halt verstärkt. Aber bei Resident Evil 4 war es halt wirklich, es war sehr actionartiger und du kannst ja auch das erste Mal richtig zielen. Weil damals war es ja halt echt gefixte Kamera und du hattest eine Panzersteuerung und konntest dich wirklich auch immer gut anvisieren. Ja, das Kampfsystem war nicht geil. Das Kampfsystem war ja immer nur, ja, halt R gedrückt, dann zielst du automatisch auf den Gegner und es ist dann halt Glück, ob du ihn triffst oder nicht. Ja, oder ob du Critical Hit machst oder nicht. Genau. Aber nee, aber das war ja das, was du mir dann erzählt hast, so bist du dazu gekommen, aber ich bin auch durch dich quasi dann zu dem originalen Resident Evil 4 gekommen, auch auf dem Gamecube, weil da haben wir uns ja auch kennengelernt zu der Zeit, wo der Gamecube quasi gerade rausgekommen ist oder ein bisschen später und ich habe es halt auch dann, ich glaube, ich habe sogar bei dir dann das erste Mal gespielt, habe es mir danach dann auch direkt gekauft, ist halt auch ein 18er Titel gewesen. Die und Brutalität war natürlich auch so ein was auch was Neues, den man so ein bisschen gehypt hat. Ja, weil du hast, Köpfe sind zerplatzt und es war ein bisschen gory. Plus, was eigentlich noch fast wichtiger ist, ist halt die vielen Death-Scenes, ne? Also wie Leon sterben kann. Ihr könnt euch mal auch Compilations wenn angucken, du halt wirklich von einem Gegner so zerhäckselt wirst oder dein Kopf wird abgesägt oder du wirst einfach in der Mitte gespalten und dein Gesicht wird mit Säure weggekotzt und so. Ja. Das war auch irgendwie so ein kleines Novum irgendwie für die Spiele, weil normalerweise massakriert man eher die anderen, aber dass der Spielercharakter so zerstört wird, das sieht man selten in Games. Ja, das will man auch irgendwie nicht, ne? Also ich hatte auch richtig Schiss damals hier so vor Dr. Salvador, nee, der heißt nur Salvador, ne? Vor Salvador, also vor dem Kettensägenmörder in dem Spiel, den es auch öfters noch dann gibt. Aber ich hatte richtig Schiss. Ich dachte mir so, Alter, ich will einfach nicht jetzt den Kopf abgesägt bekommen. Das war halt zur Gamecube-Zeit noch was richtig Krasses, diese Experience. Heute ist man vielleicht schon ein bisschen abgewichster, ne? Weil du hast, wenn Dead Space gespielt hast, oder es gibt so viele brutale Horrorspiele. Wobei, ich fand immer, in Dead Space, die Death-Scenes waren halt so auch so voll over the top, ne? Aber die haben sich nicht so plastisch angefühlt irgendwie. Da steckte nicht so viel Umf hinter. Ja, weil da waren dann zum Beispiel irgendwie diese Baby-Aliens so, die sehen quasi aus wie kleine Kinder, nur irgendwie so ein bisschen Alien-Zombie-fiziert mäßig, keine Ahnung. Ja, im zweiten Teil war das, ne? Ja. Und die punchen dir einfach so deine Arme dann, und Beine ab und spießen so gut, dich auf oder so. Und, aber das sieht halt so voll schlecht aus. Ja, das wirkt schon ein bisschen lächerlich, ne? Ja. Aber das hat sich Dead Space, glaube ich, ein bisschen abgeschaut von Resident Evil 4, ne? Diese Death-Scenes. Aber in Resident Evil 4 war das halt wirklich, wenn du das erste Mal gesehen hast, wie Salvador ankommt und der ist ja voll am Schreien noch dabei, so sägt er den Kopf ab und Leon schreit auch so voll vor Schmerz und dann hörst du so, wie einfach sein Kopf abgeht. Vor allem, da können wir auch die Parallele mal zum Remake schlagen, weil im Remake kriegt ja Leon eigentlich nicht, der kriegt den Kopf ja nicht abgesägt, ne? Du wirst in die Brust gesägt. Das ist auch tatsächlich so einer der wenigen, also das heißt Negativpunkte, aber ist jetzt kein Big Deal oder so, aber ich finde, das ist eine Sache, die das Original tatsächlich besser gemacht hat. Ja, die Gewalt, diese explizite Gewaltdarstellung. Es hört sich jetzt auch blöd an, also es ist nicht so, dass wir aber ich denke Gewalt auch einfach, feiern dass sie oder sich so. Gesagt haben, das ist für uns jetzt gerade nicht mehr so der Fokus wie damals, weil ich glaube, die Audience ist auch ein bisschen übersättigt vielleicht an Brutalität und das ist einfach nichts Besonderes mehr. Man muss ja auch sagen, dass das Original auch noch cheesiger ist, ne? Also ihr habt ja auch Leon, der durch Laserbarrieren springt und sich dann windet und so und Kamerafahrten und Krauser Messerfight und so. Ja, es war aber auch die QTE-Hölle damals. Ja, das war halt, God of War hat's vorgemacht, dann hatte Resident Evil 4 hat's halt für alles, dass du irgendwelche Knöpfchen drücken musst. Ja, oder damals kam ja sogar, wie hieß nochmal dieses eine Spiel, das quasi nur aus QTEs bestand. Project Rub oder was? Nein. Für ein DS? Nein. Ach, Fahrenheit?
Ja, ich Ja, glaube, das ist Fahrenheit. es. Ja, es ist. Ja, Das war das einfach war die der Trend. Zeit Das war der damals. Trend damals. Es Und damals war. fand man das auch irgendwie cool. Mittlerweile nerven mich diese Sachen so extrem. Wenn du irgendwie ein Actionspiel spielst Ja. und du bist die ganze Zeit voll gut in einem Battle und dann kommt plötzlich ein QTE und du siehst es nicht kommen und bist dann instant tot oder so. Das ist so Ja, scheiße. weil du dich verdrückst oder so. Aber das haben die ja dann auch leider bei Resident Evil 5 und 6 ja auf die Spitze getrieben. Die haben ja diese Formel von 4 genommen, haben ein bisschen was daran Ja. modifiziert, aber die haben halt sehr, sehr viel übernommen von Resident Evil 4. Aber Resident Evil 4 hat halt andere Stärken gehabt. Das hat halt ein besseres Setting, bessere Boss-Designs, hatte ein besseres Pacing, was du schon gesagt hast, dass du auch mal Ruhe hattest zwischen den Szenen. Und das hat das Original wirklich ausgemacht. Und Ja. es war ein krass langes Spiel. Also du hattest auf dem GameCube damals zwei CDs, die du wechseln musstest. Und das war echt lang. Also du brauchst echt so an die 10 Stunden oder so, 12 Hatten Stunden, aber alle bis du Resis auf durchspielst. GameCube. Zwei CDs, ja, stimmt. Der erste Teil auf jeden Fall. Ja, hast recht, hast recht. Aber es war halt ein sehr, sehr langes, actionlastiges Horrorspiel. Und die Grafik war halt auch echt gut für ein Ja, für die GameCube-Spiel. damaligen Verhältnisse gut. Der PC-Port ist zwar ein bisschen mehr. Wir haben auch einen Randomizer durchgespielt von Resident Evil 4. Den könntet ihr auch bei Game Backtrack euch mal reinzwingen. War eigentlich ganz lustig, die Erfahrung zu machen. Ja, auf ein paar Räume waren auf jeden Ja, Fall sehr war ein witzig. Cancer, ja. Und es gab halt so ein paar Gegner, die man normalerweise sehr selten bis gar nicht sieht im Spiel, dass man da irgendwie mal so einen ganzen Raum davon voll hatte. Ja, Ja. ich weiß gar nicht, wie viel wir noch groß über das Das Original reden eigentlich müssen. Vielleicht können müssen wir nicht wir jetzt viel. Wir können direkt ja mit dem Referenzen trotzdem Remake noch ziehen. anfangen. Ja, Ja, lass auf jeden Fall über den Remake reden. ja. Sollen wir erstmal so einführen in das Spiel, wie unsere Experience war, das Spiel anzufangen? Oder vielleicht Vielleicht auch unser erster unser. Berührungspunkt war ja eigentlich die Demo zu spielen. Stimmt, da die haben wir sogar. Du hast sie hier gespielt bei mir, ne? Nee, ich habe doch gesagt, du sollst sie runterladen, ne? Das war auch eher mehr oder weniger ein Shadow Drop. Ich glaube, eine Woche vom Release gab es halt wirklich eine Demo. Ja. Und die haben wir halt gespielt. Und ich will noch sagen, meine Vorerwartungen waren halt immer so, was kommt überhaupt in das Spiel rein? Weil Ja. Resident Evil 4, das Original, bietet so viele Schauplätze, so viele verschiedene Boss-Designs, Gegner-Designs, Szenarien. Und dann denke ich mir so, Alter, das können die doch nicht alles übernehmen für den Remake. Weil das ist ja utopisch, wie viel Arbeit das auch wäre, das alles zu setzen. Also wo wird Sachen ausgelassen? Wir reden auch darüber, welche Sachen ausgelassen werden. Kommen wir später zu. Aber das war so meine Erwartungshaltung so. Ich hatte so ein bisschen Angst, wird das Spiel halt viel zu kurz und machen sie extrem weh, also rationalisieren sie extrem Ja. viel weg. Das war meine größte Sorge Was würdest eigentlich. du denn jetzt so zusammenfassend sagen zu diesem Punkt, wie sie es geregelt Wie sie es haben? geregelt haben. Also haben sie größtenteils eher mehr weggelassen oder mehr hinzugefügt? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich muss halt einfach sagen, sie haben teilweise Sachen zugefügt, die ich nicht so geil finde. Zum Beispiel im Schloss, da wo dieser große Elgigante oben steht und dich mit Steinen Oh, bewirft. Das das ist war für so, mich auch der ja, Tiefpunkt des das, Spiels. ja, das war dann so ein Lowlight, wo ich sage, so, was gaint das jetzt? Das gaint quasi Ja, nur Action, aber für, und ich du muss aber auch crasherst sagen, bloß. für mich ist das, glaube ich, fast die einzige Stelle, wo das so ist im Spiel. Ich finde, Ja. größtenteils, was sie hinzugefügt haben, ist eigentlich gut und Ja. nicht irgendwie unnötige Gängelung, sondern eher so, ja, wir fleischen die Area so ein bisschen mehr aus, damit es mehr zu exploren gibt oder so. Ja, also den Rework vom Schloss haben sie gut gemacht. Ich will jetzt nicht großartig meckern, aber das war so eine Sache, wo ich sage, so, hey, dafür haben sie vielleicht einen anderen Boss wegrationalisiert, den ich da lieber gehabt hätte, anstatt diese Wegstrecke mit diesem Ja. Event. Weißt du, was ich meine? Also das ist so meine Wir können größte einfach mal Kritik. kurz erklären. Also, du bist halt im Schloss und kurz gesagt, diese ganze Szene gibt es im Original überhaupt nicht. Nee, es ist Und du komplett neu läufst gemacht. halt die ganze Zeit ja, auf diesen Battlements Ja, rum. es Wie soll heißt das? Diese, in diese Burg sind. ja, auf so Burgzinnen und halt aber auch auf den Stockwerken darunter. Ja, mit Türmen sind die Das verbunden, heißt, ne? du gehst quasi du gehst einmal längs quasi durch die Mauer des Schlosses durch Ja, quasi. ja, ja. Und Und das dann. heißt, du bist in der Mauer drin und obendrauf. Und das über Genau. drei Stockwerke. Die noch mit Schalterrätseln Und du versehen gehst sind, halt mit von Türen. Turm zu Turm, genau. Und es Ja. gibt immer so Flip-Switches, die haben halt eine Mond- und eine Sonnenseite. Und Genau. je nachdem, welche Seite gerade aktiv ist, sind verschiedene Türen Ist halt so ein offen. kleines Labyrinth sozusagen. Und du spielst da erstmal normal durch und dann kommst du oben auf die Zinnen und dann kommt ein Elgigante, ein Gepanzerter, den du nicht killen kannst, Ja. weil er gepanzert ist. Das ist irgendwie okay. Ist einfach da.
Aber der erscheint plötzlich und schmeißt die ganze Zeit Steine auf dich. Das heißt, du musst die ganze Zeit von Deckung zu Deckung rennen, was nicht wirklich gut funktioniert, weil teilweise wird man irgendwie um die Ecke getroffen Nee, gibt es auch nicht. Und die Gegner sind auch so platziert. Und auch der stärkste Move von den Gegnern ist echt, die schubsen nicht die ganze Zeit. Ja. Das ist so fucking nervig. Das haben wir auch in der Demo ja auch gehabt, dass sie im Weg stehen, dich blockieren und dich dann noch schubsen. Und das und nervt. Ich persönlich, bei mir war es wirklich so, ich bin in diese Szene reingegangen und ich wusste gar nicht, was das Spiel von mir wollte. Ich dachte, okay, es ist jetzt dieser Gigant hier und ich kann den nicht verletzen. Ja. Was soll ich jetzt machen? Und ich habe überhaupt nicht gesehen, wo es lang ging. Keine Ahnung, ich bin da die ganze... Das war wirklich, weil es sollte so eine Action-Sequenz sein, irgendwie halt der Sachen auf dich schmeißt und du musst ganz schnell irgendwie wegrennen und einfach und dann noch mit den Gegnern dealen. Ja, ja. Nur das Problem war, für mich war überhaupt nicht offensichtlich, wo du ich jetzt hin muss. Ja. Und ich bin einmal in die eine Richtung komplett die Mauer entlang und dann in die andere Richtung komplett die Mauer entlang und war dann wieder in so einer Bibliothek, wo ich vorher war, wo eigentlich schon alles gekleert war. Ja, ja. Und dabei lief noch die ganze Zeit so diese actionmäßige Mucke, so nach dem Motto, du bist gerade irgendwie in voller Bredouille. Traurig. Und ich war einfach nur in so einem ruhigen Raum, wo es dunkel ist, wo gar keine Gegner waren. Und dabei so... Ich dachte so, okay, was willst du von mir gerade gehen? Es ist vielleicht kleinlich, diese Sequenz dauert vielleicht 20 Minuten. Wenn du, nicht mal, das ist eine kurze Sequenz. Bei mir hat sie, glaube ich, tatsächlich so lange gedauert, aber eigentlich dauert sie zehn Minuten oder so. Ja, aber ich habe dann auch irgendwie ausgemacht, weil es auch irgendwie dann schon spät war und ich keinen Bock hatte. Mhm. Und dann irgendwie nächstes Mal, als ich angemacht habe, habe ich halt dann auch irgendwie 5 Minuten gespielt und habe dann den Weg gefunden. Ja, aber. Es war halt einfach nur, du musstest halt wieder auf so einen Sack schießen, der irgendwo hängt. Ja, ja, und dann geht das Gitter auf, ne? Ja, ja. Ja, und dann später kommst du auch auf den Turm, da ist eine Kanone installiert und kannst mit der Kanone den quasi finishen. Ich will jetzt auch nicht so lange darauf rumreiten, aber ich muss halt sagen, deine ursprüngliche Frage ist ja, was jetzt mein Verdikt ist quasi, was alles rausgeschnitten wurde und was nicht rausgeschnitten wurde. Und ich muss halt auch sagen, als ich das Spiel das allererste Mal durchgespielt habe, ich hatte eine richtig gute Experience, weil sie haben wirklich diesen ganzen Dorfpart, haben sie richtig schön vernetzt, das war damals nicht so toll, aber da war das immer so ein Eye-Opener, so oh, auf einmal bist du in dieser Fabrik, die einfach damals nur so eine Verbindung war, aber die haben halt verschiedene Stücke aus dem Originalen rausgemacht und die ein bisschen neu interpretiert, wie sie zusammenhängen. Mhm. Aber das hat mir beim Dorfpart sehr gut gefallen, dass du in dieser Fischerei bist, wo du dann halt jetzt Benzin brauchst, um das Boot damit zu füllen. Mhm. Auch diese beiden, dann noch diese Rätselpassagen, dass du diese beiden Köpfe, Masken brauchst, um damit den Schlüssel für die Kirche zu holen und so. Das ist alles sehr cool. Sie haben echt sehr viel drin gelassen, was auch im Original drin war. Ja. Und auch teilweise auch verbessert vom Flow halt. Was also ich halt muss sagen würde, oder was ich für ein Schema dahinter erkenne, größtenteils für mich haben sie quasi nicht einfach neue Szenarien hinzugefügt oder irgendwie sinnlos durch Wegstreckung irgendwie den Spieler gegängelt oder so, sondern sie haben es gestraft. Sie haben quasi die Areas, die schon existiert haben im Original, haben sie größtenteils beibehalten. Man erkennt sie sofort. Und nur ein bisschen gestreckt und die sind ein bisschen mehr flashed out, dass sie... Sie machen einen anderen Sinn, die ein bisschen mehr believable gemacht. Ja. Also quasi die Welt vorher wirkt das Dorf sinnvoller. Ja. War halt einfach nur, du hattest einen so einen Platz mit ein paar Häusern drauf und dann gehst du auf die nächste Map und das ist eine Farm und die Farm ist auch einfach nur, du rennst einmal drüber und rennst zur nächsten Map. Ja. Und jetzt kommst du halt auf diese Farm drauf und das ist quasi, jeder dieser Schauplätze ist wie so ein eigenes Szenario wirklich. Also zum Beispiel diese Farm, da gehst du dann halt jetzt hoch durch das Gebäude und du da ist so ein kleiner, nicht Uhrturm, sondern was ist das? Also eine Mühle ist das, wo ein Zahnrad fehlt. Eine Mühle und du kommst da halt nicht rein, weil die Tür verschlossen ist. Dann musst du durch das Nebengebäude erstmal hochgehen und kannst dann von da auf so einen kleinen Rundweg, der um das Gebäude rumgeht, kannst du dann durch oben eine Tür reingehen. Und da drin ist dann so ein Gewinde, dafür brauchst du ein Zahnrad. Und dann springst du irgendwie runter und bist dann in der Scheune drin, wo die Tür verschlossen war. Und dann kommt ein fetter Gegner von außen, der die Tür erstmal einwächst. Ja. Und dann musst du den erstmal killen. Ein neuer Gegner übrigens, gab es im Original nicht. Genau, das ist so einfach ein größerer, fetterer Ganado mit einem Kuhkopf auf, der halt ein bisschen tankier ist. Ich muss aber auch sagen, die sind, ich habe mir die schlimm vorgestellt, aber die sind eigentlich extrem easy. Ne? Ja, weil die langsam sind. Ne? Die sind halt eher behäbig. Und vor allem, die halten auch nicht so viel aus. Nö. Und die hauen auch die ganzen anderen Gegner ja auch weg. Die sind halt so Berserker-mäßig. Und die meisten Attacken von denen kannst du ja einfach, einer der wenigen QTEs in dem Spiel, musst einfach nur Kreis drücken, weißt du aus. Ja.
Und ja, danach sind die halt so off-balanced, dass du den gut in den Kopf schießen kannst oder so. Ja, aber cooler Gegner. Ja, wie gesagt, ich mag dieses Dorf-Setting. Ne? Ich mag dieses Dorf-Setting, ich mag das mit diesen Bergen, mit kleinen Wäldern als Abschnitt und dann halt mit dem See. Das ist halt alles so eine verwunschene, märchenhafte Atmosphäre. Und die wird halt dann irgendwie krass gebrochen, weil du denkst so, Alter, jeder will mich hier umbringen in diesem Dorf, weil ich quasi nicht erwünscht bin. Ich muss halt die Präsidententochter retten. Das ist halt immer noch der cheesy Plot, der ist ja auch noch geblieben und so. Aber ich muss halt sagen, dass das im Remake wirklich gut gemacht wurde. Also ich habe es ist wirklich so ein Love Letter quasi an das Original. Weil du siehst halt so, alles wurde verbessert. Und man muss ja auch sagen, das Kampfsystem auch schon alleine wurde ja krass verbessert. Ja. Also Ganados sind jetzt echt wirklich noch bedrohlicher als damals. Wenn du jetzt das Original spielen würdest, würdest du ja nicht kaputt lachen, wie einfach eigentlich das Originalspiel ist. Und jetzt der Remake ist wirklich schwierig, weil die Gegner verhalten sich schon relativ aggressiv, schubsen dich, können dich festhalten, können sogar Bärenfallen aufstellen und so weiter und so fort und versperren halt die Wege auch sehr effektiv. Und du musst halt auch vom Kampfsystem, ist es auch nicht mehr so leicht, die nur zu betäuben und wegzutreten die ganze Zeit. Obwohl du das immer noch machen kannst. Ja, ja, du kannst das Spiel auch. Ich habe das trotzdem im größten Teil so gespielt wie das Original. Ja. Aber es hat Bock gemacht. Also der Kampf, also dieses Kämpfen und Zielen macht halt wirklich Spaß im Spiel. Ich muss halt sagen, ich hatte mir erstmal Sorgen gemacht, als ich die Demo gespielt habe, weil ich war echt irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen abgeturnt, weil die Ganados halt so fucking aggressiv waren. Und echt, ich alle 2 Sekunden von irgendjemand gegrabbt wurde und dann jemand anders auf mich eingewichst hat, während ich gegrabbt war und so. Ja. Die haben mich halt immer so gekombot. Und ich dachte so, what the fuck? So, warum ist das so, so übertrieben aggro, das Spiel? Ja. Und ja, um es kurz zu machen, habe ich dann festgestellt, ich habe dann das Spiel mir halt geholt und habe auf normal gespielt und die Ganados waren schon etwas gechillter. Ja. War die für die Demo die vielleicht Demo stärker gemacht? Die Demo ist quasi so fast Hardcore. Ja. Also ich glaube, die Gegner-KI ist quasi wie ein Hardcore. Ich glaube aber, die machen nicht so viel Damage wie auf Hardcore in der Demo. Komischerweise ist auch, wenn du es auf dem PC spielst, auf Lower FPS sind die Gegner auch nicht so schlimm wie auf High FPS. Weil auf High FPS würde ich irgendwie, also ich habe Speedruns geguckt von dem Spiel. Und komischerweise, wenn du es halt die FPS runterstellst, funktionieren die KIs anders teilweise. Uff, das ist seltsam. Auch die Frage, ob das so sein soll. Ich weiß nicht, ob es ein Feature ist oder ein Bug das ist, aber je höher die FPS eigentlich ist in dem Spiel, desto schwieriger sind die Gegner und agiler sind die, komischerweise. Ich glaube, meine FPS ist uncapped. Also uncapped? Dann hast du den Ultra-Hard-Modus. Ja, aber auch die Mechaniken sind halt auch geblieben im Spiel. Ne? Ihr habt immer noch den Händler, ihr könnt immer Waffen noch upgraden. Da ist noch dazu gekommen, dass ihr immer so kleine Sidequests habt. Und was halt echt geil neu gemacht wurde, beziehungsweise man hat ja auch vorher das Messer auch schon, aber jetzt haben sie es halt wirklich zu so einem richtigen Feature gemacht. Ja. Weil es ist halt ultra stark, ne? Du hast das quasi als Command irgendwie auch, also du kannst, wenn du zum Beispiel von hinten an Gegner rankommst, kannst du die ja mit Stealth killen. Ja, und sie direkt tot. Rammst denen das Messer in den Hals und die sind sofort tot. Und das funktioniert sogar bei diesen fetten Kuhkopftypen. Ja, die kannst du stunnen, ne? Tot. Du kannst ja auch stunnen und dann von vorne das Messer quasi in die Kehle stechen. Das macht richtig viel Damage. Aber das one-shottet die nicht. Von vorne Plus, nicht. Ihr könnt mit eurem Messer parryen. Ja, ja. Ein Gegner, eine Nahkampfattacke oder sogar wenn eine Axt auf euch zufliegt. Ja, könntest du auch parieren. Einfach im richtigen Moment L1 drücken und ihr parryt das Ding. Das ist wie Dark Souls. Beziehungsweise auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden kann man sogar jederzeit einfach blocken. Ne? Ja, ich glaube, das Timing ist, glaube ich, leichter. Ja, ja, das stimmt. Jedenfalls, das Messer ist ziemlich cool gemacht, hat allerdings Durability. Ja, das war damals nicht so. Nur ihr könnt das Messer halt auch dann upgraden und irgendwann hat das so viel Durability und ihr könnt es immer wieder reparieren, dass es eigentlich nicht viel ausmacht. Ja, das stimmt. Plus ihr könnt dann, es gibt ein Collectible im Spiel, also so kleine Salazar-Statürchen in jedem Chapter, wenn ihr die alle kaputt macht, kriegt ihr ein Messer mit Infinite Durability. Aber ich hasse die Belohnung, wenn man alle gemacht hat. Habe ich aber auch nicht. Gibt es einen Guide für wahrscheinlich. Ich habe, glaube ich, nur irgendwie 5 Stück oder ich so gefunden. Ich habe auch 2 oder 3 gefunden, glaube ich. Ich habe ganz wenig davon gefunden. Die machen ja Geräusche. Ich jetzt in meinem zweiten Playthrough mache ich die. Ja. Ich weiß sogar noch, dass ich am Anfang irgendwie dieses Geräusch gehört hatte und ich wusste, was das ist. Ich habe die erste auch verpasst. Ich habe dann einen Streamer geguckt und so, weil da steht eine Note, ne? Mit diesen Kastilianen-Figuren oder sowas. Ja. Weird. Auch
Wo war ich denn immer beim Messer? Ja, Messer wurde echt verbessert. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr, sehr schlau geregelt im Spiel, wie du es einsetzen kannst. Du kannst es zum Verteidigen benutzen, wie du gesagt hast, zum Stealth-Killen. Du kannst auch das Messer so nehmen. Du kannst slashen oder stechen damit. Hast zwei verschiedene Angriffsarten damit. Und es ist halt wirklich ein sehr, sehr wichtiges und sehr gutes Tool. Ich habe es sehr oft benutzt, muss ich sagen. Ja, ich auch. Und es macht komplett Sinn. Also es ist eins der stärksten Resident Evil Messer, wenn man es so sieht. Ja. Und es ist auch gut, dass es Durability hat. Sonst wäre es OP. Ja, wobei man muss auch echt sagen, man muss jetzt nicht so extrem damit aufpassen. Man sollte es eigentlich Ja. benutzen, wenn man es benutzen kann. Man kann halt auch, wenn man von Gegnern gegrabt wird, kann man das Messer benutzen, um Ja, so die Last sofort Resort-mäßig, ne? Ja, loszuwerden, das dass man zieht viel wirklich. Durability. Das zielt viel Ja, Durability, ja. aber dafür kriegt man halt kaum Schaden, ne? Ja. Und oft sind die Gegner dadurch dann auch direkt tot, wenn man sie halt mit dem Messer absticht. Das ist halt so die letzte Man Möglichkeit, kann die du halt noch stattdessen hast. kann man auch Button smashen, dann reißt man sich einfach nur los, aber dann Ja. nimmt man schon ein bisschen mehr Schaden. Und man muss eigentlich nicht wirklich Angst davor haben, weil es liegen auch überall so disposable Messer rum. Also irgendwie so Ja, Stiefelmesser oder und Küchenmesser Küchenmesser. und sowas, ja. Also ich hatte wirklich, teilweise hatte ich irgendwie so vier Messer in meinem Ich Inventar, auch. sodass ich irgendwie nichts mehr aufheben konnte. Ja, ich habe die dann markiert, dass er Ja, das ja. benutzen soll, anstatt mein normales, also mein Hm. richtiges Kampfmesser, ne? Ja. Haben wir die gleiche Taktik gefahren. Was ich noch sagen wollte, der Händler ist halt auch wieder zurück und Ja. hat halt so Nebenquests, womit man halt Spinels verdient. Früher war es so, dass dieses Schätze quasi einfach nur Geld zum Geld traden da waren. Du hast sie verkauft, hast Geld bekommen. Jetzt ist es halt so, dass du die Spinels als du nimmst einen Quest an, zum Beispiel drei Schlangenhäute dem Händler geben und dann kannst du die Spinels benutzen, um quasi in einem eigenen Shop in die Spinels zu tauschen gegen Sachen, die du nicht beim Händler so kaufen kannst. Ja. Gibt's dann halt irgendwie, dass du Schätze davon kaufen kannst oder einen Laserpointer für deine Waffe Oder ganz wichtig, die Treasure Map oder die Treasure für die Maps, jeweilige genau, dass du Area. noch mehr Treasures findest und so. Und das Schöne daran ist halt auch, das gibt einem irgendwie nochmal so einen Anreiz, zurückzugehen in die Areas und ein bisschen zu exploren. Ja. Was man halt jetzt auch sehr gut kann, weil im Original war es ja teilweise Ja, es war schon ein so bisschen schlauchig, segmentiert, ja. linear, dass man nicht mehr wirklich zurückgehen wollte oder teilweise auch nicht konnte. Ja. Und kann man jetzt auch nicht ab einem bestimmten Punkt. Ja, es gibt immer Das ist so halt eigentlich so in Chapters immer Point so of No beschlossen. Returns gibt's immer, ja. Aber innerhalb eines Chapters kann man Sich frei bewegen. normalerweise überall hin zurückgehen. Ja. Und das sind schon echt große Areale auch, die man dann exploren kann. Gibt's bei dir irgendwas, was die da rausgeschnitten haben oder was du vermisst oder wie war da jetzt deine Erwartungshaltung daran? Hat dir irgendwas jetzt Also, gefehlt in dem Spiel? ich finde, das Dorf hatte, glaube ich, sogar alles aus dem Ja. Original. Da hat, glaube ich, nichts Stimmt, die gefehlt. Kirche ist drin. Und die haben das Delago-Part ja auch ein bisschen verändert, Und also ein ja, bisschen genau. Und die haben auch verlängert die Areas eigentlich. eigentlich ein bisschen mehr so fleshed out Ja, gemacht. mit so Auch Höhlen zum dazwischen Beispiel, und es gibt ja so. auch zum Beispiel diesen Sumpf, Ja. dieses Das ist die kleine, wo Fischfarm. so, genau, wo teilweise so diese Drähte gespannt Ja, sind und so, genau. Den ne? gibt's aber auch im Original. Genau, Ja, den das gibt's war im ein Durchlauf, aber Original, das aber ist eine den haben sie jetzt Sackgasse. echt so ein bisschen größer gemacht, weil das Ja. ist ja auch so ein Umweg, ne? Da muss man ja dieses Benzin Benzin finden. Ja. für das Boot holen. Und das hängt quasi zusammen mit so einer kleinen Fischfarm, die irgendwie daneben an ist. Also so, da Jetzt. ist halt wie so eine kleine Fischfabrik und dann halt irgendwie da diese Fischfarm. Genau. Ja, es wirkt halt Und glaubwürdiger, ne, vom Level, vom das Weltendesign. grenzt quasi an diesen See See. von Del Lago. Genau. Und früher war das halt einfach nur, du hast da hingespielt und dann bist du da ins Boot gestiegen und da ging's los. Und Genau. jetzt kommst du halt quasi an Del Lago See, also da kommst du hin. Und kannst da aber erstmal nicht weiter, weil du halt das Benzin für das Boot brauchst. Und dann gehst du in diese also es ist halt so ein bisschen so logisch zusammenhängend und fühlt sich etwas weniger handholdy linear Ja. an. Das finde ich also cool. Mhm. Und halt dadurch hast du halt auch einfach mehr Spielzeit und es fühlt sich aber jetzt nicht sinnlos gestreckt an. Ja. Und das Dorf, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch voll falsch im Kopf, aber für mich fühlt sich das neue Dorf mindestens doppelt so lang an wie das Original, wenn nicht mehr. Ja, ist es auch. Es ist Also länger. Es ist auf ich jeden würde Fall sagen, länger. ich habe wahrscheinlich allein irgendwie 6, 7 Stunden nur im Dorf verbracht. Ja. Oder so fühlt sich zumindest an. Ja. Und im Original, wie lange braucht man dafür das Dorf? 1,5 Stunden? Vielleicht, ja.
Vielleicht zwei? Ja. Es ist nicht so lang. Also wenn man weiß, wo man hin muss, ist ja nur immer ein Weg, ne? Und wenn man halt wirklich alle Schätze noch sammeln will, dann hat man echt sehr viel Beschäftigung. Ja. Und man halt auch dann alle Quests ich macht. Ich wollte schon sagen, es gibt ja auch noch dieses Quest bei Bürgermeister mit diesem Hund, der die Quests, mutiert. Ja, genau, die Quests sind auch teilweise ganz cool. Dieses eine Quest habe ich auch beim ersten Playthrough habe ich es verpasst. Ja. Und jetzt in meinem zweiten Playthrough habe ich das dann gemacht. Da ist halt einfach quasi ein Boss-Gegner einfach, den du killen musst. Klar, es ist einfach ein normaler Gegner irgendwie mit geupten Stats, aber es ist halt einfach so ein Hund, die es normal auch gibt, bei dem so Tentakeln dann aus dem Rücken rausplatzen. Und der hat aber so viel Health und ist irgendwie so schnell und so aggro. Ja, fies, ja. Der ist halt echt, ist halt nochmal so eine kleine Extra-Challenge, ne? Und das ist halt komplett optional. Ja, aber sowas ist halt nice, ne? Du bist nicht gezwungen, das zu tun. Du kannst es tun. Und das gaint ja was an Spielfluss. Du kannst dann exploren, du wirst belohnt dadurch, hast mehr Geld, mehr Ressourcen. Hast du diesen Bolzenschuss-Dings benutzt? Nein, ich habe ihn nicht mal gekauft. Ich habe ihn gekauft, aber da ist halt das Gimmick, also das ist eine neue Waffe, die gab es im Original nicht. Es ist so ein Bolzenschussgerät quasi, so wie eine Armbrust eigentlich. Und da kannst du deine Bolzen wieder einsammeln, die du verschossen hast. Und du kannst auch noch so sprengen. Minen quasi da benutzen. Genau, und du kannst die Bolzen dafür selbst craften aus Messern, die du findest. Ja, mit so einem Rezept. Und du kannst die Messer dann halt, oder diese Bolzen kannst du kombinieren mit Minen, die du da dran steckst und dann hast du halt quasi oder? Nee, explodieren, detonieren direkt. Nach ein paar Sekunden. Oder nein, die explodieren, glaube ich, direkt mit Kontakt. Aber also man kann doch auch irgendwie welche. Gibt es noch extra mit welche? Kontakt. Ja. Oder? Dass man kann doch irgendwie welche in den Boden schießen und dann, wenn Gegner in die also da drüber laufen, explodieren. Ich hatte die noch nicht, aber ich hatte nur diese Minen, die so schießt wie so eine Rakete quasi. Wie gesagt, ich habe die Waffe überhaupt nicht benutzt. Ich habe die ausgetestet. Das ist voll der Scheiß. Die ist auch nicht gut, muss ich sagen. Ich bin da enttäuscht, ich habe die dann auch wieder verkauft. Aber das ist halt so eine Erneuerung. Auf jeden Fall. Ja, die gibt's auf jeden Fall. Ich wollte noch sagen, es gab noch ein anderes Quest, auch ähnlich wie das mit dem Hund. Nur da ist es ein, da steht dann halt im Questtext irgendwie so, eine lebendige Leiche läuft irgendwie hier in dieser Gegend rum. Ich habe sie in der Facility gesehen. Keine Ahnung, erledige dieses Ding für uns. Ich weiß auch nicht, von wem der immer redet, wenn er uns sagt, weil irgendwie sollen das alles verschiedene Merchants sein, oder? Keine Ahnung. Er hat ja ziemlich viele Brüder. Und also das ist auf der Insel und das ist dann so ein Reggie, also Regenerado Dore? Dores. Keine Ahnung. Regenerator. Und die haben halt, normalerweise haben die irgendwie so ein, zwei Schwachpunkte oder vielleicht mal drei. Und manchmal werden die halt zu Iron Maidens, also dass die dann nochmal so mutieren und diese Stacheln haben. Ja. Und dieses Ding, das ist halt in diesem Raum, wo irgendwie auch so Reggies in Reagenzgläsern rumstehen. Ja, auf der Insel, ne? Im Inselpart. Also genau, Late-Game. Da spawnt er dann, wenn man das Quest hat. Ja. Und dieses Ding hat irgendwie 10 oder so Schwachpunkte im Körper, die man zerstören muss. Ich habe das Quest nicht gemacht. Krass. Wenn man die alle zerstört, dann spawnen nochmal welche in seinem Kopf und er wird halt zum Iron Maiden. Yeah. Und während du gegen den kämpfst, kommen die ganze Zeit die normalen Reggies noch aus diesen Reagenzgläsern raus. Kann man es nicht schießen, indem man die vorher kaputt macht? Wahrscheinlich, ne? Spawnen dann neue? Ich weiß halt nicht, ob ich die irgendwie übersehen habe oder so, aber ich war eigentlich der Meinung, dass ich vorher alle gekillt hatte da schon. Ja, komisch. Weil ich habe halt wirklich die in den Gläsern sind, habe ich halt angeschossen, dann kommen die raus und dann habe ich die gekillt. Ja. Und in diesem Kampf kämpfst du dann halt gegen diesen voll Tankien und dann gleichzeitig noch gegen zwei normale. Ja, ist schon ekelhaft. Das war schon. Glaube ich. Ich habe das nicht gemacht, aber ich stelle mir richtig nervig vor. Aber ja, halt so Sachen gibt's da halt auch und das war halt auch im normalen Game nicht drin. Achso, übrigens, ich habe die PS5-Version gespielt und Greedo hat die PC-Version gespielt. Ja. Ist eigentlich auch mal interessant, aber so von der Performance gab es irgendwie auch anfangs so ein paar Problemchen mit dem Game, ne? Ich habe immer das Problem, mit Controller zu zielen, ist halt relativ schwierig. Mhm. Also ich musste mich wirklich daran gewöhnen und du hast das ja auch gesagt, wenn ein Gegner sehr nah an dir dran stehen, dass man die dann irgendwie öfters verfehlt. Das war irgendwie ein bisschen nervig. Das Problem hatte ich aber auch. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass wenn Gegner nah an mir dran sind, dass ich irgendwie durch die durchschieße oder um die rumschieße oder so. Mhm. Jedenfalls, dass ich die nicht vernünftig treffen kann.
dann wiederum, man soll natürlich Gegner auch nicht so nah rankommen lassen, dass das passiert, ne? Also normalerweise versucht man ja in dem Spiel irgendwie so auf Mid-Range zu sein, ne? Dass man den irgendwie in den Kopf schießt und dann schnell hinkommt, dass man die dann meleeen kann. Ja, jedenfalls, es gibt halt, wie gesagt, den Händler gibt es immer noch, ist ja auch sehr kultig und. Ja, den hätten sie nicht hätten die den rausgeschnitten, das wäre so ein Shitstorm gewesen. Wären sehr traurig gewesen. Ja. Ja, genau, dann haben die halt so ein bisschen verbessert, ein paar Funktionen hinzugefügt irgendwie. Diese Schusshalle, die Spielhalle haben die auch neu gemacht, den Schießstand. Plus auch die Schätze, ne? Es gab ja auch früher schon die Schätze, wo man Steine einsetzen konnte und die sind jetzt quasi standardisiert. Das ist aber gut. Es gibt irgendwie nur zwei verschiedene Sorten von Gems. Ja, runde und eckige. Es ist halt sehr offensichtlich, welches Item, welches Slots hat, wo was reinkommt. Weil ich wusste teilweise echt nicht, wo kommen jetzt die Smaragde rein und wo kommen die Augen rein oder so, weil die für mich so ein bisschen samey aussahen. Das haben die jetzt vereinfacht. Und jetzt ist es wirklich sehr offensichtlich, welches Item welche Teile braucht. Plus, sie haben noch quasi ein kleines Minigame draus gemacht, weil man kann, je nachdem, wie man die kombiniert, kriegt man noch Boni, die quasi den Wert des Items steigern oder verringern. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt ein Item mit 3 Slots hat, und es gibt halt von der gleichen Form Gem, gibt es aber verschiedene Farben. Es gibt irgendwie gelbe, grüne, blaue und rote und lilane. Ja. Und goldene auch. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, du hast 2 blaue und einen roten, machst die da rein. Dann kriegst du halt, dann hast du ein Paar, kriegst dafür einen kleinen Bonus. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel alle 3 rot hättest, dann hättest du einen Dreier und kriegst dann mehr Punkte. Oder wenn du 3 verschiedene Farben hast, dann kriegst du auch einen Bonus. Ja, das Ultimativste ist, also wenn du die Krone benutzt und alle Steine einmal halt reinmachst. Das ist das Höchste, was du kriegst. Alle Farben? Von jeder Farbe einmal in der Krone, dass du alle Steine reintust, das ist die Höchste. Ich habe jetzt dann 500.000 Peseten oder so. Lass mich lügen. Nee, aber das haben die gut gemacht, finde ich. Das macht auch immer Spaß, wenn man was gefunden hat. So hat man wenigstens noch ein bisschen, irgendwie, dass man ein bisschen was zu tun nachdenken hat, muss darüber. Ja. Und der Aktenkoffer ist natürlich auch geblieben, den ihr upgraden könnt mit diesem Diablo-mäßigen Menü. Und ihr habt jetzt auch eine Autosort-Funktion, die sehr praktisch ist. Kannst auf einen Knopf drücken und dann sortiert das Spiel halt alle Items richtig an. Plus, ihr könnt jetzt noch tolle Accessoires an euren Koffer dran machen. Beziehungsweise Stimmt, das auch sind diese Anhänger. Ja, ja. Die könnt ihr in einem Schießstand gewinnen. Der Koffer selbst hat auch einen kleinen, also die Sachen geben eben verschiedene Buffs. Es gibt auch verschiedene Aktenkoffer, also beziehungsweise was der für ein Case hat. Es gibt irgendwie einen roten, einen schwarzen und einen silbernen. Jo. Wir haben eine kurze Pause gemacht, aber wir reden einfach weiter. Genau, es gibt auch verschiedene Aktenkoffer mit verschiedenen Effekten. Irgendwie einen, dass man eine höhere Geld-Drop-Chance hat. Einen, dass man irgendwie höhere Pistolen-Money-Drop-Chance hat. Es gibt zwei, entweder die Anhänger, die du dran hängst, und es gibt noch Aktenkoffer, die speziell was machen. Die Anhänger machen ja irgendwie, geben einen Bonus auf, wenn man craftet, wie viel Munition man bekommt, ne? Ja. Ja, das kann, glaube ich, immer. Es gibt immer die Chance, dass du Bonus kriegst, auch ohne die Anhänger. Weißt du, welcher Anhänger extrem OP und ein bisschen underrated ist? Schwarze Barsche heilen dich voll. Gibt's einen. Habe ich gar nicht. Also es ist so ein kleiner schwarzer Barsch, den hängst du da dran. Und das ist broken, weil du nimmst echt quasi die kleinen Barsche einfach nur. Du kannst davon irgendwie, keine Ahnung, 6 Stück oder so easy fangen und hast die in deinem Inventar und die heilen dich wie ein Rot-Grün-Mix. Das gibt's aber auch mit Hühnereiern. Das Hühnereier mehr heilen gibt's auch. Gibt's auch mit Schlangen-Dingens. Na gut, aber Schlangen habe ich nicht so viele gefunden in dem Spiel. Auf jeden Fall ist es eine nette Komponente. Ihr habt dann diesen Schießstand, ne? Da könnt ihr dann verschiedene Schwierigkeitsgrade auswählen. Das Gute ist ja, du kannst einfach immer, wenn du so ein Item bekommst, equipst du eben das Ding, frisst das und equipst wieder, was du vorher hattest. Ach, kann man das on the fly verändern? Ich dachte, das kann man nur an der Schreibmaschine. Ja, nur an der Schreibmaschine. Ja, gut. Ja, aber so habe ich das zum Beispiel gemacht. Ich hatte irgendwie so eine Ada, die hat
gemacht, dass Armor reparieren billiger war, und ich hatte so einen Leon, der hat gemacht, dass billiger war, das Messer zu reparieren. Und dann halt immer, wenn, je nachdem, was ich gerade reparieren musste, habe ich die halt geswappt. Ne, ich habe das irgendwie gar nicht benutzt. Ich habe irgendwie was mit Magnum-Munition, dass ich vielleicht erhöhte Chance habe, die herzustellen. Mhm. Oder dass man mehr herstellen kann oder so. Aber ich habe mich da nicht so reingefuchst. Ich habe mich da auch nicht mega reingesteigert. Ich habe halt immer nur, wenn ich gerade den Bonus irgendwie nutzen konnte, habe ich das halt gemacht. Mhm. Aber ich habe auch, also keine Ahnung, ich habe bei der Schießbude auch, also man kriegt ja diese Anhänger, kriegt man auch in der Schießbude. Ja, nur, oder nicht? Genau. Ja, ja. Ja, irgendwelche hatte man von Anfang an. Wirklich? Ja, man hatte so einen Pistolen, also ich hatte von Anfang an so einen Pistolen-Ammo-Case als Anhänger. Das ja, dann hat, ja, dann hast du irgendeine Vorbestellungssache gehabt. Weil normalerweise hast du gar keins. Ich hab's aber, glaube ich, nicht mal vorbestellt. Oder vielleicht hast du irgendeine Special-Version gehabt oder so, weiß ich nicht. Aber ich hatte gar keinen Anhänger. Ich hatte meinen allerersten durch die Spielhalle, also durch den Schießstand, bekommst du halt so Chetons, gibt silberne und goldene. Und dann gibt's halt so einen Automaten, wie so ein Kaugummi-Automaten. Da tust du diese Chetons rein, 3 Stück. Kannst du Silber-Silber-Gold reintun oder 3 goldene oder, ne, ja. Und dann, je nachdem, goldene haben eine höhere Chance, dass ihr einen besseren Anhänger bekommt. Und silberne habt ihr halt nicht so eine hohe Chance, dass ihr einen guten Anhänger bekommt. Das kann man aber auch safe scammen, quasi. Aber das ist halt so ein bisschen RNG. Und dann könnt ihr dann halt aus diesem Automaten das rausziehen und dann kriegt ihr halt random einen Anhänger. Und den könnt ihr halt maximal 3 Stück an eurem Aktenkoffer anbringen. Und die haben halt immer noch so Bonussachen. Ist halt ganz nettes Feature, ne? Auch vielleicht für New Game Plus oder so. Man kann auch später diese Tokens kaufen, genau, für Spinels, aber es ist hab ich nicht gemacht. Natürlich nicht empfehlenswert. Nee, weil die kannst du ja echt da spielen. Und du kannst ja im New Game Plus, wird ja dein Schießstand wieder resettet. Das heißt, wenn du auf New Game Plus kannst du wieder die einfachen Schießstände machen und kriegst dann wieder die Tokens dafür. Also irgendwann hast du sowieso alle. Ich weiß auch gar nicht, es gibt, glaube ich, gar nicht so viele. So 28, 25. Ich glaube nicht mal. Ja, ja. Ich glaube, es gibt vielleicht 15 Stück. Irgendwie sowas in der Richtung, ja. Ich habe auch echt nur die gemacht. Also ich habe alle einmal gemacht, klar. Aber ich habe nur die, wo Waffen waren, die mir gut gefallen haben, habe ich wirklich bis S-Rank gemacht. Ja. Ja, egal. Ist ja auch nur so ein Side-Game. Aber das gibt es auf jeden Fall. Nett, dass es da drin ist. Das ist eigentlich eine gute Idee. So. Also gab's im Original nicht. Wir waren uns ja eigentlich einig so, dass das Dorf cool verändert war. Ja. Dass das generell, also, wobei eine Sache würde ich vielleicht kritisieren, die mir persönlich nicht so gefallen hat. Ja. Bevor du gegen Mendes kämpfst, ist da diese kurze Szene, wo der dich verfolgt. Ja. Das fand ich übelst kacke, und du? Ja, weil die meisten Spieler denken dann wahrscheinlich, die können den da irgendwie schon killen oder so oder schießen auf ich den. Ich glaube, es wird dir explizit gesagt, ja, dass es keinen Sinn sollst, macht, ne? Dass du einfach rennen sollst, aber ja, die halt, Szene. Da sind dann die ganze Zeit irgendwelche Pisser im Weg und grabben dich. Ja. Und bei mir ist dann echt, also ich musste das irgendwie 3-mal machen, weil Ashley irgendwie immer dumm gestorben ist. Ja, das ist richtig RNG-mäßig, ne? Je nachdem, wie Ashley da gegrabbt wird, hast du eigentlich verloren. Ja, die Stelle fand ich auch nicht so prickelnd. Und wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, ich würde das Spiel auf Profi spielen wollen, auf S-Rank, damit ich irgendwas unlocke. No way, Alter. Ja, vor allem. Und dann nur, weil das irgendwie nicht klappt, weil du kannst da nicht jeden Ganado, der dir am Weg rumsteht, dann killen, weil die halt viel zu viel Health haben. Zeit, dann. Ja. Und Mendes hängt ja noch im Nacken. Ja, und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe da irgendwie eine halbe Stunde davor gespeichert das letzte Mal. Boah, nee, danke. Ja, das ist halt die Sache, ne? Durch quasi fast jeden Schwierigkeitsgrad schaltet ihr halt irgendwas Besonderes frei halt in dem Spiel, ne? Wenn ihr es auf. Da hätte ich es cooler gefunden, wenn sie stattdessen gemacht hätten, dass man einfach in dieser Fabrikhalle ist oder von mir aus in irgendeiner anderen Halle oder so und man da wirklich gegen den kämpfen muss. Ja. Dass man den vielleicht nicht killen muss, sondern dass der hinter einem herrennt und man muss den irgendwie immer zu so Fässern locken und die hochjagen oder so. Ja, es wirkt halt so ein bisschen reingeforst, ne? Weil, ja, er kommt dann halt noch vorher in der Cutscene drin vor und so, ja. Die wollten ihm halt auch ein bisschen Raum geben, ne? Und deswegen wäre danach direkt der Fight gewesen. Der halt richtige sehr Fight allerdings, getaktet. Muss man sagen, ist ja eigentlich fast wie im Original, ne? Ja, also er hat die gleichen 2 Phases. Genau. Die erste Phase ist sogar fast identisch, ne? Außer dass man den irgendwie, man kann den so downen und dann hat er so ein Auge auf der Rückseite, ne? Als Schwachpunkt. Ja, ja, kannst du reinstechen oder reinschießen. Das hat mich ein bisschen an den Majora's Mask Remake erinnert. Da haben sie auch bei allen Bossen irgendwie so ein Auge dran gemacht als Schwachpunkt.
Interessant, ja. Das und in der zweiten Phase hängt er halt oft in der Distanz und schmeißt Sachen auf einen. Ne? Ja, so brennende Holzbalken oder so. Und früher Fässer, war der ja, konnte der quasi nur Melee und da war Gretten, der dadurch, ne, auch ein bisschen easy in der zweiten Phase. Ja, das, die haben, man muss aber auch sagen, die haben fast alle Bosse ja verbessert, ne? Also quasi jeder Bossfight ist unique und da haben wir auch uns gefragt, wie die überhaupt Salazar machen und so, aber der Mendes-Fight war auf jeden Fall cool. Nur, das ist auch ein kleiner Kritikpunkt, das Spiel ist halt eigentlich noch actionmäßiger als der als das Original. Also du hast da echt wenig Verschnaufpausen. Das ist eigentlich die ganze Zeit gestraffter und es geht halt die ganze Zeit irgendwie was ab. Der Dorfpart jetzt nicht so krass, aber wenn du, guck mal, du hast die Hütte, diesen Cabin-Fight. Danach hast du direkt Doppel Chainsaw Ladies. Danach hast du diese Mendes-Verfolgung und danach hast du dann den Mendes-Fight. Ja. Und danach kommt das Schloss. Das heißt, das ist krass getaktet. Aber man kann halt jederzeit irgendwie zurückgehen und Schätze suchen und Aufgaben machen. Ja, 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 klar, klar. Aber das ist halt dann, aber war auch im Original ja auch so, dass das dann ziemlich krass getaktet ist. Und die Seilbahn gibt es ja auch nicht, wo man halt runtergefahren ist. Aber das ist kein Verlust. Nein, ist es nicht. Aber du kannst die an dem Bürgermeisterhaus links, kannst du die sehen, die Seilbahn. Mhm. Das steht. Stimmt, die, ja. Das habe ich beim Streamer gesehen. Und dachte mir so, an irgendeiner anderen Stelle konnte man auch eine sehen. Ich glaube, auch bei dieser Fischfarm. Du hast recht, da ist die auch. Aber das fand ich dann halt cool, weil das macht es dann auch wieder so ein bisschen organisch, dass da halt doch noch diese Seilbahn, dass es die da gibt. Halt, ich bin jetzt nicht traurig, dass sie die rausgekattet haben, weil das war eigentlich auch nur wieder so eine Verlängerung. Und auch, dass sie halt die Double Chain Sisters, also die Bella Sisters genommen haben, anstatt noch einen El Gigant, finde ich auch in Ordnung. Ja, die waren auch ein bisschen härter dieses Mal, ne? Ja, das war auch fies. Die haben richtig viel ausgehalten. Ja. Aber das war in Ordnung. Also, das war wirklich in Ordnung. Damals hatte ich halt wirklich die Wahl, entweder macht ihr einen El Gigant, wo ihr auch von wegrennen könnt, oder ihr musstet diese Double Chainsaw Ladies machen. Und jetzt haben sie es halt weggemacht, jetzt müsst ihr halt Double Chainsaw Ladies machen. Was aber auch Sinn macht. Also, warum nochmal einen El Gigant danach killen? Wobei ich halt im Base Game, also im Original meine ich, habe ich, klar, immer ich habe beide Elgigant einmal gemacht und danach habe ich immer nur El Gigant gemacht, weil es einfach weniger nervig war. Ja, und weil es schneller geht. Man konnte ja sogar einfach dran vorbeirennen. Ja, ja, konnte man. Muss ja den Schlüssel finden und dann nach hinten gehen. Aber auch gab es im Dorf sonst noch irgendwas? Also nach der Lago haben sie es echt so ein bisschen offen gemacht, ne? Weil da muss man ja irgendwie so mehrere Teile finden und man kann eigentlich das in der Reihenfolge machen, wie man will, ne? Ja, genau. Du kannst auch ein bisschen exploren. Ne? Du hast auch diese Hühnerinsel dann noch. Ja. Du kannst dann nochmal zurückgehen zur Farm, zur Fischfarm und so. Der Part hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich mag das halt, dass du dann so einen Untergrund hast mit Höhlen. Mhm. Dann, dass die Höhle mit dem Händler quasi, dass sie verbunden ist damit und so. Das macht alles echt total Sinn. Also das ganze Level-Design Was mir stimmig. Auch sehr gut gefallen hat, ist, was du auch meintest, was du gar nicht gefunden hast. Mhm. Irgendwo liegt einfach, ich glaube in irgendeinem Haus, liegt halt einfach eine Map von einem See und da ist halt in der Mitte irgendwie was eingezeichnet, so ein Schiff. Ja, ja, das habe ich. Und wenn du über den See fährst, dann ist halt wirklich genau in der Mitte ist so ein Schiffswrack. Ja. Und du kannst da hinfahren und kannst dann darauf aussteigen und findest da dann die Red Nine. Ja, ist meine Lieblingsschusswaffe in dem Spiel. Meine auch. Ja. Auch im Original war es meine Lieblings. Ja. Also ist halt wie so eine Pistole, die aber eigentlich schon ein Gewehr ist. Ja. Weil sie sehr powerful ist. Und so eine Schulterstütze. Und sie sieht geil aus. Ja. Und hat auch ordentlich Bums. Nee, aber dieses Schiffwrack habe ich nicht gefunden. Klar, in meinem New Game Plus Run habe ich es dann gefunden. Aber, hatte ich ein bisschen die Scheuklappen auf. Ich habe auch, glaube ich, diese Insel mit den Hühnern, glaube ich, im ersten Mal auch nicht gemacht. Mhm. Da bin ich auch dran vorbeigeschippert. Keine Ahnung, warum. Ich habe mir eigentlich bei meinem ersten Playthrough richtig viel Zeit genommen. Aber da habe ich nicht so viel explored. Ich muss sagen, ich habe mir im Dorf noch ziemlich viel Zeit gelassen. Mhm. Später nicht mehr so viel. Ja. Ja, es hat ja auch ein bisschen Ermüdungserscheinungen, ne? Weil es wird ja halt viel reused. Du wirst ja wie in so einer Acht überall dann einmal rumgeführt. Und dann fängt es ja dann auch an zu regnen, wenn du Ashley hast. Wenn du dann halt die Church gemacht hast. Was sagst du eigentlich zur neuen Ashley? Zur neuen Ashley? Ich mag ihr Design. Ich finde, sie ist nicht so nervig wie im... Obwohl, ja gut, es gibt ein paar Szenen, die sind schon ein bisschen cringy und so, weil die halt wird von Settler halt gesteuert und so und greift auch Leon irgendwie an, aber nö. Also,
KI-mäßig, ja, gut, ne? Ja, geht stellt schon teilweise ein bisschen auf den Sack. Ja, das stellt sich schon dämlich an irgendwie, aber die hat mich jetzt nicht so gestört. Aber viele haben ja, viele sagen ja, dass das diese Escort-Mission, dass die scheiße ist bei Resident Evil 4. Aber ich finde auch bei Resident Evil 4, beim Original, fand ich das nicht so schlimm, auf die aufzupassen. Die stand eigentlich immer hinter dir. Ich auch nicht. Klar, es ist ein bisschen nervig. Ja. Boah, das Rumgeschrei von ihr im Remake geben mir ein bisschen auf den Sack. Ja, ist noch eigentlich fast genauso nervig oder schlimmer, ne? Also wenn die gegrabt wird, schreit die halt wirklich wie am Spieß. Ja. Als würde sie gerade zersägt werden oder so. Ich weiß auch nicht. Und ein paar Sprüche, also manchmal labern die ja auch so miteinander. Ja. Ein paar Sprüche irgendwie, die ja. So finde ich auch etwas cringy. So. Ja, weil so Leon auf den Chandelier springt, ne, auf diesen, in der Dings. Ja. Oh, du kannst doch jetzt nicht einfach auf den Kronleuchter springen oder so. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was die im Detail sagen, aber teilweise so low-key flirten die so ein bisschen. Ja, das stimmt. Das schon so etwas... Some Overtime. Ja, keine Ahnung. Aber das ist, ich finde das aber nicht schlimm, weil es ist cheesy. Und ja. Die Vorlage war auch schon so cheesy und okay. Oh, aber viele Leute haben sich beschwert, dass sie eine Strumpfhose trägt, weil im Original hatte sie keine Strumpfhose an. Also ich gehöre jetzt nicht zu der Fraktion. Ich finde es auch dämlich. Sorry, klar. Aber wer sich darüber beschwert, ja, hat vielleicht auch ganz andere Probleme im Leben. Der moddet sich das direkt mit einer Naked Mod. Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, es gibt es auf jeden Fall Mods. Ja, ich habe auch gesehen, dass es den Leon mit nacktem Oberkörper gibt oder so. Geil! Und ja, ich habe auch hier Distortion 2 Speedruns angeguckt und so. Und er hatte auch so eine Ashley-Mod, dass sie so irgendwie Bloody Ashley oder Devil Ashley oder so. Googelt es einfach mal selber, es ist sehr anrüchig. Und hat er dann auch danach quasi, du hast immer nur so diesen Augensmiley gesehen, wenn man quasi mit Ashley selber gespielt hat und so, der ganze Twitch-Chat. Der ist ja richtig Rampage-Modus gegangen. Ist auch krass, dass er dafür nicht gebannt wird irgendwie auf Twitch, weil Twitch ja eigentlich relativ... Ist die dann wirklich nackt? Ja, die so Tanga-mäßig, halt sieht man schon so Pobacken und alles und das ist ein relativ knappes Outfit. Also, ja, mein Gott, es ist halt, ne, für Leute, die prüde sind oder das zu sexualisierend finden, kann ich das nachvollziehen. Ja, aber es ist ja nicht im normalen Game. Nee, es ist quasi eine Mod. Jedenfalls... Was ich sagen würde, was die Charaktere angeht, irgendwie haben sie teilweise versucht, so ein bisschen mehr Depth irgendwie den Charakteren zu geben. Ja. Und haben denen so ein bisschen Hintergrundstory gegeben und so. Ja. Und die Dialoge so etwas ernsthafter gemacht. Und ich persönlich finde das, also ich finde es nicht schlimm, aber ich finde es jetzt auch nicht gut. So ehrlich gesagt, die Charaktere sind so flach in einem Spiel, so man brauchte das wirklich nicht. Ja, überleg mal im Base-Game irgendwie, wie viele Cutscenes es mit Lewis gibt und wie schnell der eigentlich stirbt im Spiel. Stimmt. So, du siehst ihn vielleicht in 3 Cutscenes. Ja, dann ist er weg vom Fenster. Und er hat wirklich keine tiefe Story oder irgendwas, außer dass man irgendwie erfährt, oh, er hat für Umbrella gearbeitet oder so. Ja, ist ja im Remake genau das Gleiche, ne? Aber ja, da haben sie es halt mehr ausgeflasht. Genau, also, haben sie es halt echt mehr ausgeflasht, dass er dann auch irgendwie im Sterben liegt und Leon ist doch voll am Trauern so und Lewis meint so, hier, meine Schlüssel zum Labor. Finde mein geheimes Labor und bla. Und er hat sich auch selber das wegoperiert, ne, weil er war ja auch infiziert mit Plagas. Und da dachte ich halt so, ja, ich weiß jetzt nicht so, ob das so ein Fokus in dem Spiel sein müsste unbedingt, aber ist es ja, man kann es ja auch einfach größtenteils ignorieren. Ja, und das Problem ist halt, das Spiel hat nicht so viele Charaktere, ne? Du kannst ja an einer Hand abziehen. Du hast Ada, du hast Ashley, aber du hast Settler, du hast Luis und im Krauser. Im Original war es halt wirklich das so war's. Extrem cheesy und das auch gewollt. Ja. Also was Leon da halt wirklich die ganze Zeit für Sprüche raushaut, das ist ja einfach nur so, oh, your right hand comes off, where's everyone going, bingo. Wobei, das haben sie drin gelassen. Ja, das haben sie drin gelassen, ja. Aber da ist halt echt wirklich, alles, was Leon sagt, sind irgendwelche Memes quasi. Ich weiß, ja. Und das fand ich auch irgendwie das geil. Fand ich geil. Das hat das Spiel ausgemacht. Das hat mir gefehlt, ja. Und jetzt im Remake haben sie es halt so ein bisschen mehr im Style vom 2 Remake auch gemacht, ne? Dass es halt so ein bisschen erwachsener ist. Ja, ein bisschen erwachsener ist. Ich mag, übrigens, was sagst du zum neuen Settler quasi? Weil der war ja im Resident Evil Original anders präsent, würde ich sagen, als jetzt im Remake. Ich Settler. Dachte jetzt erst Krauser, aber nein, Settler. Nein, wir reden über Settler, den Hauptbösewicht quasi in dem Game. Weil ehrlich gesagt, ich fand, Settler war noch nie irgendwie ein starker Charakter, so auch im Base-Game nicht. Ja, aber also im Original, meinst aber du? Ja, im Original, sorry. Aber ich finde, im Original war er etwas bedrohlicher. Ja, finde ich auch.
Irgendwie im Remake seine Stimme und sein Auftreten ist irgendwie nicht so ehrfurchtgebietend. Das ist komisch, weil irgendwie die Art und Weise, wie er gesprochen hat im Original und auch seine Stimme war ein bisschen Akzent tiefer und so. Ja. Es war irgendwie so ein bisschen mehr so mystischer Vampirlord-Kultanführer und jetzt ist es irgendwie so random Bad Guy einfach so. Ja, ich finde, man hat auch sehr wenig Kontakt in dem Spiel quasi mit ihm, ne? Also die haben echt so zwei Szenen halt noch so da drin belassen, aber im Original hat er auch voll viele Calls mit ihm gehabt, ne? Was doch sehr random ist, ne? Wenn man sich so vorstellt, der redet mit so einem Funkgerät mit einem. Ja, aber das ist halt cheesy beim Original, aber ich fand das halt cool, weil dann halt auch Leon den provoziert hat und so und sonst was. Du hast halt irgendwie eine bessere Bindung zum Bösewicht. Das gleiche auch mit Salazar, ne? Auch, ja. Wobei ich fand Salazar irgendwie im Original halt so voll kultig, weil der auch so eine hohe Gremlin-Stimme hat. Ich mochte den Original lieber. Ich auch, aber ich würde sagen, er ist, glaube ich, ein besserer Charakter jetzt. Ja. So, er ist auf jeden Fall auch um einiges creepier. Ja. Im Original war er halt einfach so eine Witzfigur. Ne? Ja. Aber ich fand ihn halt so voll kultig, auch irgendwie das, wie du das Messer in seine Hand reinschmeißt und der dann so am Heulen ist und so wegrennt, während er so flucht und dich beleidigt. Ja, wie so ein kleines Kind halt. Ne? Ja. Das wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Und jetzt der Neue ist halt so, Ahnung, nichts groß Besonderes. Ne? Ja, das ist halt so, so optisch gesehen sieht er cool aus und so, aber ich finde, da hat das Original halt echt besseren Job geliefert, so den Bösewichten so ein bisschen mehr Charakter zu geben. Mendes ist ja fast gleich. Ja. Also den kann man ja wirklich fast gleichsetzen, ne? Ja, der hat ja auch nie wirklich groß Charakter gehabt, weil er eigentlich fast nicht spricht, ne? Ja. Und was sagst du zu Krauser? Krauser? Die original englische Stimme finde ich jetzt nicht so cool. Voll viele Leute haben sich über Eders Stimme ja aufgeregt, ne? Die Voice-Actorin hat, glaube ich, auch voll den Shitstorm kassiert und so. Ja, weißt du warum? Aha. Die ist überhaupt kein Voice-Actor. Die ist irgendwie, ich weiß nicht, jemand anders vom Dev-Team oder so. Jedenfalls keine ausgebildete Voice-Actorin. Okay, wie Praktikantin. Aber ehrlich gesagt, ich wusste das und habe mir sie angehört und ich fand sogar, sie war einer der natürlich klingenderen Charaktere. Also sie klang so casual-mäßig, aber vielleicht ist genau das, was Leute stört, dass sie halt nicht so schauspielermäßig klingt, sondern einfach wie so eine random Person halt. Ja, du hast mich jetzt zu Krauser gefragt. Ja, da ist ja dann auch wieder diese alte Militärverbindung quasi, weil Leon und Krauser kannten sich ja, hatten zusammen einen Einsatz und so und nennen ihn ja auch immer Rookie und so und keine Ahnung, mir kommt er echt so wie ein bisschen so wie ein Psycho rüber oder so, weil du hast ja dieses Zelt quasi, bevor du zu dem Fight gehst und da liegen ja dann irgendwelche Fotos von Leon mit hinten drauf geschrieben, so ja, ich erwarte dich und sowas. Und auch alles. So durch die ganze Area geht ja so eine Blutspur, die zu ihm führt, ne? Ja, yeah, genau, also der ist schon echt wirklich richtig crazy. Den Fight fand ich auch cool gegen ihn. Ja, dieses ganze Setup und so, das haben die halt, die Insel haben sie fast 1:1 übernommen aus dem Original. Haben vielleicht ein paar Räume anders designt, aber die haben schon sehr viele, also der ganze Anfang ist ja fast gleich, wo du Ich würde sogar sagen, die Insel haben sie mit am meisten verändert. Ja, die haben die am meisten verändert, aber dennoch haben die auch relativ gestrafft, würde ich sagen. Die haben die auch verkürzt. Sie haben echt sie haben die gekürzt, ne? Sie haben echt nervige Areas rausgenommen und ich war auch sehr dankbar, weil was mich im Original mit am meisten abgefuckt hat, waren irgendwie diese letzten Areas, die einfach mit Ganados zugespammt waren. Ja, wo du dann zwei Keycards finden musst. Genau, und sowas. Das hat gefehlt. Zum Glück, ey, oh mein Gott, holy shit. Ja, aber um was zu Krauser zu sagen, also ich fand den Fight cool, ich finde den Charakter auch cool. Auch der Messerfight war cool, dass es kein QTE war, sondern dass er halt da nochmal einen richtigen Bossfight hatte. Ja, der erste Messerfight war richtig nice. Der war richtig nice. Es hat auch so eine richtige Bedrohung gehabt und so. Und da stirbt ja dann auch Leon, Spoiler. Nicht Leon, Luis. Leon ist tot, du spielst mit Ashley weiter. So sieht's aus. Nee, aber Krauser mochte ich und so. Und die Mutation ist ja auch ein bisschen anders von denen in dem Game. Ne? Stimmt, der hat auch beide Arme mutiert. Beide Arme mutiert, genau, das war's. Und das ist nochmal sein anderer Arm. Ist ein Arm der Schild und einer die Lanze oder was? Weiß gar nicht mehr. Ja, ich glaube, es war... Nee, ist einfach so eine Klaue. Große, ne? Klaue hat er, damit kann er sich auch dann am Kopf packen und so. Aber nö, wie fandst du Krauser?
Ja, ich fand halt auch sein Voice-Acting nicht so gut. Der hatte auch irgendwie so eine hohe, wurstige Stimme. Ja, der hat so eine hohe, weil die Originalstimme war geil, weil die so tief war. Und auch, der hatte auch irgendwie so ein dickes Gesicht, irgendwie so ein bisschen pausbäckig. Ja. Aber es ist vielleicht sehr spezifisch und, keine Ahnung, halt komplett subjektiv. Ja. Ansonsten, so vom Charakter her, war er ja eigentlich fast gleich. Ja. Stimmt, die sind dann sogar im Detail darauf eingegangen, wie er Ashley entführt hat, ne? Und dass er Ashley entführt hat. Ja, du hast ihn gesehen im Boot wegfahren und so, ne? Nee, es wurde erzählt, dass das irgendwie so mit so zwei Wagen passiert ist und er hat quasi geschauspielt, dass, also er hat quasi eigentlich Ashley irgendwo hin transportiert. Ja. Und dann haben die irgendwie gefaked, dass die überfallen werden von Leuten in einem anderen Auto und letztendlich irgendwie nutzt er diese Situation. Und letztendlich nutzt er irgendwie diese Situation halt, um sie zu entführen. Also voll random halt, aber. Ja, gut, einfach die haben so aber bisschen, mehr Background gegeben. Ja, genau. Interessant, das habe ich. Und er hat ja noch so eine zusätzliche Stufe, ne, wo sein Arm mutiert ist und du bist in diesem unterirdischen Gemäuer da, wo er dich durch diesen Keller jagt. Richtig. Das war, ja, keine Ahnung. Ja, die ganze Szene ist so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich mag halt, für mich ist es perfekt, halt, wenn das nach dem Dorf eigentlich irgendwie dann direkt zum Final Boss gehen würde. Ich mag halt. Das Schloss ist cool neu gemacht und so, da kann ich nicht dran meckern, das ist eigentlich besser. Ich muss echt sagen, bis auf diese Sache mit diesem Gigant fand ich das Schloss richtig cool gemacht. Es gab echt neue Schauplätze, die auch da gut reingepasst haben und so. Water Room ist toxisch wie immer. Ja, aber anders toxisch. Ja, anders toxisch. Nee, aber wie gesagt, also für mich ist, ich mag dieses Inseldesign halt nicht. Also ich mag die Insel überhaupt nicht. Weil jedes Mal, wenn ich da hingehe, denke ich mir, oh, jetzt kommen die Regeneradores. Also die Regenerator-Viecher-Dinger und da habe ich schon instant keine Lust mehr auf das Spiel. Mit denen haben sie es ja auch teilweise richtig übertrieben. Ja, ja. Also im Original hatte man ja eigentlich nur so einen Abschnitt mit drei Leuten. Drei Räumen irgendwie, die voll waren mit denen. Ja. Dann später die Iron Maiden. Dann in der Kanalisation nochmal und ganz zum Schluss nochmal. Ja, ja, und jetzt haben die das mit diesen Säcken, ne? Das Säckegeheimnis wurde gelüftet. Boah. Der Raum ist Horror, ne? Da ist man in so einer Fabrik und überall hängen diese Säcke rum und manche davon zappeln halt auch rum. Aber es ist keine Fabrik, das ist ein Gefängnistrakt. Den gibt es auch im Original. Den Raum gibt es im Original auch, die haben den ein bisschen erweitert. Das ist der letzte, da wo dieser zappelnde Sack ist im Original. Das ist das. Das ist das Gefängnisding. Das aber ist aber der Insel kommt hinter das der ja Höhle. Echt ganz kurz vor Settler. Ja, ist ja da auch so. Danach kommt auch direkt Settler. Danach kommt nicht mehr viel. Dann kommt Louis. Ich glaube, danach kommt das Labor. Oder noch in einen Raum davor. Aber das ist ganz zum Schluss. Ja, kann sein. Das ist keine Ahnung, für mich sah das aus wie eine Fabrik irgendwie. Ja, im Original war es auf jeden Fall ein Gefängnis, weil waren ja auch so Zellen und so. Ja, da, im Original doch auch. Im Remake sind das auch Zellen. Hm. Ist ja nicht schlimm. Für dich kann es auch eine Fabrik sein. Auf jeden Fall hängen da überall diese Säcke. Ja. Und aus den Säcken kommen dann halt auch echt random irgendwie so Reggies raus. Ja, so rausgeflutscht. Und dann musst du dann halt noch einen Schalter drehen, also so ein Rad drehen, damit eine Tür aufgeht. Und dann musst du halt dann schnell da rausrennen. Halt. Was sagst du zu den Rätseln im Spiel? Zu den Puzzles, die drin sind? Dieses Ritterpuzzle gibt es gar nicht mehr, ne? Ritterpuzzle? Ja, wo du Ashley spielst. Da hast du ja diese Lampen jetzt. Ja. Dieses Mausoleum, weil früher hattest du ja diese Schiebepuzzle dafür. Ja, ne? Ja, ja. Das haben sie weg. Aber es gab irgendwo anders, gab es für einen Schatz oder so. Ja, das war bei Delago, gab es so achteckige Dinger, ne? Die hab ich auch gemacht beim ersten Mal. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es beim ersten Mal gemacht habe, aber bei meinem zweiten Playthrough hat mir irgendwie eine Platte gefehlt. Ich wusste nicht, wo die war. Ihr könnt auf Game Backtrack auch mein komplettes Let's Play gucken von Resident Evil 4. Ist aber unkommentiert. Ich habe halt einfach nur die Capture-Funktion von der PlayStation 5 benutzt. Das ist mein allererster Playthrough. Und ich glaube, da fehlen aber auch irgendwo 10 Minuten oder so beim zweiten Part. Aber könnt ihr euch mal angucken. Du machst ja richtig gut Werbung dafür. Das denn, aber das ist ja kein Commentary angucken, und da fehlen auch 10 Minuten. Also kann ich eigentlich nicht empfehlen. Nein, da fehlt nichts Wichtiges. Es fehlt, glaube ich, echt nur, weil die Capture-Funktion ist so kacke von der PlayStation 5. Kannst nur eine Stunde capturen. Und ich habe dann irgendwie das verkackt irgendwie bei einer Stelle. Aber es ist schaubar. Müsst ihr euch nicht antun, aber ich habe es noch hochgeladen, weil ich wollte halt meinen ersten Playthrough haben und wenn ich den nochmal irgendwie gucke, bei Dark Souls wäre das halt geil gewesen damals. Da hätte ich auch mal gerne meine ersten Playthroughs gesehen, obwohl die ziemlich lang waren. Nee, aber sorry für den Seitenhieb jetzt hier. Ja, jedenfalls Krauser war eigentlich auch
Ja, war ein bisschen verändert, waren ja alle Bosse, aber hatte im Grunde die gleichen Phases Ja. auch. Und du hast das Messer bekommen am Schluss. Das Stimmt. fand ich auch geil. Das hat ein bisschen mehr Power einfach, ne? Das hat auch mehr Durability, glaube ich. Aber es nimmt, glaube ich, mehr Platz im Inventar weg. Ich glaube, es hat weniger Ja? Durability. Weniger Ah, Durability? stimmt, das nimmt einen Slot mehr Ja, ja, weg. ja. Aber ich glaube, es ist stärker als das Ja, ich Base-Messer. habe es jedenfalls nie benutzt. Ich habe einfach das Standardding weiter benutzt. Und wie gesagt, das Beste ist eigentlich, wenn ihr alle Clockwork Castellans kaputt macht, dann kriegt ihr halt eins mit Infinite Durability. Ja. Genau, Salazar war ja ganz anders, ne? Ja. Salazar Fight war schon Und was gut strange. war, weil das war wirklich so ein Trash-Fight irgendwie im Game, im Original, weil der war Ja, halt ich einfach nur eine riesige Wand aus Fleisch mit einem Tentakel jetzt, und ja, der einen und One-Shotten Instant Killen. konnte. Ja, ich hab mal einen Raketenwerfer bei dem benutzt. Ja, und jetzt war ein komisches Tentakel-Ding, das an den Rumfliegt. Wänden rumhangelt und ja, Ja, und so Sachen auf dem Boden auch so Tentakel eigentlich sieht es aus, schmeißt und als so, würde er ne? fliegen, aber ich glaube, der hangelt sich irgendwie, oder? Oder Ja. fliegt er Ich wirklich? glaube, der fliegt. Ich weiß es aber nicht. Nee, ist ganz weirdes Design und so, aber die haben den Fight Es ist halt wie wirklich so ein verbessert. Maul irgendwie, das in der Gegend Ja. rumfliegt und halt so ein kleiner Salazar ist in einem Maul drin, sodass man halt in das Maul Hm. immer reinschießen muss, um ihn zu treffen. Und der snipet einen die ganze Zeit mit so Säure oder sowas, ne? Ja, und Schießt einen mit so ich glaube, der Flüssigkeit kann an. auch so Tentakel auf dem Boden entstehen lassen oder sowas. Das ist irgendwie ganz nervig. Ist auf jeden Fall echt cool gemacht, weil es ist wirklich jetzt ein Fight. Weißt du, du musst Ja. ausweichen, du musst gucken, dass du irgendwie Deckung hast und so. Und damals war es halt entweder, ja, du benutzt einen Raketenwerfer Genau, weil oder da war halt du einfach so tanky, dass so es sich nicht tanky bist. gelohnt hat, normal gegen Ja. den zu kämpfen. Und Ja. dann hast du halt einfach nur einmal Raketenwerfer draufgeschossen und das war's. Und lustigerweise kann man auch sagen, er hat eine Allergie gegen Eier. Und du kannst quasi ihn am Anfang direkt ein goldenes Ei reinschmeißen, dann ist er gestunt und dann hat er voll, ich glaube, über die Hälfte seiner Leben schon verloren. Wobei man sagen Kannst ihn quick muss, killen. er ist extrem fucking wendig Ja, du kannst ja und den mit einem reloaden. Ei zu treffen ist, Das glaube ich, geht. nicht Hab leicht. ich geschafft. Hab ich Ja? geschafft. Nicht in meinem ersten Playthrough, da wusste ich das ja nicht. Aber es geht, oder? Oder du kannst halt Checkpoint direkt Ich wusste laden. das auch nicht, bis du es mir gesagt hast. Aber das haben die haben mehrere Sachen gemacht. Das ist irgendwie witzig, weil du kennst doch diese Szene, wo Ashley in diesen Kran geht mit dieser Abrissbirne. Ja. Du kannst die Wand auch kaputt machen, indem du Granaten drauf wirfst. Echt? Ja, dann muss Ashley das nicht machen. Oh, stylisch. Oder dieses Fliegegeschütz, wenn du Mike quasi, der heißt doch Mike, ne, der Ja. Hubschrauberpilot, da gibt es ja diese eine Ballista, wo der sagt so, hey, kannst du die irgendwie ausschalten? Da kannst du auch Granaten hochwerfen. Wenn du Granaten hochgeworfen hast, dann kannst du damit dieses Fliegegeschütz schneller kaputt machen. Also es gibt immer ein paar Tricks quasi. Ich habe das erst gar nicht gecheckt mit dem Flugabwehrgeschütz, dass man das wirklich mit dieser Geschützstellung kaputt Ja, machen das hat bei kann, mir auch weil länger das gibt einem gedauert. überhaupt kein Feedback so. Du Ja, schießt da ja. drauf und das macht halt einfach so ting, 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 ting. Und ich dachte so, okay, das scheint keinen Effekt zu haben, ich muss irgendwas anderes suchen. Und Aber dann ging es halt doch. wie gesagt, ich muss wirklich sagen, der Inselpart, auch das hat mich richtig getriggert. Dieser vorletzte Raum in diesem Inselpart, der ist ja 1:1 quasi übernommen vom Original auch. Da, wo du quasi Diese diese zwei zwei Gänge. Hebel, nee, wo diese zwei Hebel am Schluss machen muss, damit dieses Rolltor hochgeht. Wo quasi Rolltor? oben ist dann halt Ach so, ein. das wurde mit dem Heli auch. Ja, genau, es ist Ja, noch diese ja. Helisequenz und wo dann ein Raketenwerfer-Typ da oben steht und Apoyato, dich die ganze Zeit abschießt, Alter. Und die ganzen Gegner, dann kommt noch so ein Schweinetyp, der dann irgendwie so eine Gatling-Gun, also quasi die Die sind zum JJs, Glück viel schwächer als die JJs. sind die auch, aber trotzdem, das ist so ein Clusterfuck, Alter. Und ich habe mich quasi wirklich an eine Leiter gestellt und habe quasi da alle gespawn-killt, quasi die da hochklettern. Aber es ist so viel Shit, der in diesen Raum geht. Und da bricht das Spiel für mich irgendwie ein bisschen zusammen, Ich weil weiß nicht das ist warum, aber einfach ich nur fand das irgendwie nervig. alles weniger nervig als im Original. Als solchen Speicher laden und du spielst das, ich glaube, du revidierst das dann. Die Stelle ist richtig ätzend. Aber war es im Original ja auch. Und im Ja. Original waren sogar noch mehr fucking Ganados Ja, da aber und im einfach Original noch mehr Streckung. konntest du viel besser mit den Gegnern dealen als hier. Weil hier ist es wirklich so, Ja. die groupen sich ab. Dann hast du noch diese, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, auch die Plaga-Gegner wurden ja auch verändert. Weil damals hast du ja diese großen Plagas, die dich beißen können. Du hast Ja. diese Sensen-Plagas, die dich Aber diese irgendwie. Sensen-Dinger sind viel einfacher jetzt. Du Ja. schießt echt dreimal drauf und die sind tot. Früher haben die mehr ausgehalten, es sei denn, du hast Flashbangs. Flashbangs benutzt. Ja. Und dafür Aber du sind die hast. anderen viel
tankier, es sei denn, du triffst sie mega gut mit einer starken Waffe. Ja, und jetzt auch die Plagas, die draußen rumlaufen können, auch an dieser Sequenz mit dem Gigante in der Burg. Diese Spinnendinger, ne? Die können an der Wand rumklettern, die sind richtig ätzend und die können die ja sind, dann... Am Anfang haben die mich voll genarzt, ja, weil die springen halt auf Gegner drauf und die gehen dann voll berserk, ne? Und die rennen einfach, auch wenn Waffen. Ihr auf die schießt, rennen die einfach durch das Feuer durch, auf euch drauf und bashen euch weg. Ja. Allerdings, man kann die Parasiten auch von denen wieder runterschießen. Ja, kannst du, dann fallen die auf den Boden. Ne? Hm. Und dann schießt man die halt einmal ab und die sind tot. Und halt, man lernt es halt. Am Anfang dachte ich halt auch, boah, was sind das für ätzende, unfaire Gegner. Aber als ich dann gelernt habe, einfach die Parasiten von denen wieder runterzuschießen, ging es dann. Ja, sind halt in Kombination mit anderen Gegnern halt gefährlich. Was gab es denn noch für neue Gegner? Die Kuhkopftypen? Genau. Es gab noch mehr. Kommt noch mehr. Die Insekten sind ja nicht neu. Ja, die sind fast 1:1. Garadors gab es halt noch, aber die gab es auch im Original. Was gab es noch neu? Nicht so viel, ne? Ja, halt gut, die haben die Regeneradors anders gemacht, dass sie halt so mutieren können, ne, dass die Stacheln haben. Ja. Gab es nicht noch irgendwelche Kultisten? Ach ja, diese Kultisten, die Gloria las Plagas. Ja, die machen quasi, dass allen Ganados um euch rum einfach die Köpfe platzen und diese richtig fetten, mutierten Dinger rauskommen. Ja, diese Krokodilsköpfe. Ja, gibt es im Schloss das erste Mal, ne? Und das hört halt erst auf, wenn ihr den Haupttyp killt und die halten ziemlich viel aus. Ja. Das fand ich auch am Anfang sehr nervig, bis ich es irgendwie gecheckt habe. Was ja, die Ritter, die gab es aber früher auch. Ja, die gab es früher auch. Aber die Ashley Sequels haben sie eigentlich cool gemacht, finde ich. Ja. Weil du kannst ja auch revisiten, ne, mit Leon später. Kannst ja wieder da reingehen. Kannst ja auch Quests machen. Stimmt, muss man eine Ratte da killen oder so, ne? Ja, oder besonders starke Ritter killen. Ich glaube, da gibt es einen Special Ritter, den du killen kannst. Ja, irgendwie sowas war das. Und du kannst da, glaube ich, auch eine Waffe noch finden. Hast nicht gemacht. Egal, Gegnerarten, die es noch neu gibt. Ja, dann wie gesagt, diese Plagas, die auf irgendwelche Gegner draufspringen und die steuern. Ja, ja. Ich glaub, das war es so ziemlich. Ja, ich glaube schon. Ich überlege gerade auch. Ja, Verdugo ist auch noch drin, ne? Ein paar Szenen haben sie halt auch irgendwie geändert. Zum Beispiel das mit den zwei El Gigantes. Da kämpft man jetzt mit Louis zusammen, ne? Ja, genau, der hilft einem ein bisschen, ja. Da gibt es auch verschiedene Strats. Ich habe auch eine Strat hochgeladen, wie man die relativ schnell besiegen kann. Aber ja, genau. Das ist ein Doppelgigant-Fight. Ja, du kannst beide flashen. Du kannst beide in die Lava rein. Ich habe keinen einzigen in die Lava reingeschmissen. Und ich habe dafür ein Achievement bekommen. Ach, krass. Man bekommt ein Achievement, wenn man die ohne die Lava killt. Ich habe beide. Voll doof, ne? Weil eigentlich ist es doch schlau, das zu benutzen. Ja, so. Eigentlich müsste man dafür ein Achievement. Ich glaube, auch dafür ein Achievement, wenn du das kann gut sein. Einen damit so killst. Ich habe beide. Muss man die Stelle zweimal machen. In meinem ersten Playthrough glaube ich nicht, aber es gibt eine Strategie, dass du auch beide in die Lava schubsen kannst. Nacheinander aber, nicht gleichzeitig. Aber das geht. Ja, aber wie gesagt, also Louis hat ja echt viel mehr zu tun. Auch diese Lorenfahrt, die du dann noch hast danach. Ne? Die Lorenfahrt haben sie ja auch neu gemacht, dass man so, dass Ganados die Lore auch so kippt und man muss in die andere Richtung. Genau, und die hat auch HP, ne, dass sie kaputt gehen kann. Ja. Ne, ist eine schöne Action-Sequenz, hat auch coole Mucke. Ist halt auf der Konsole relativ schwer zu ziehen. Ich kann mich an die Mucke nicht erinnern. Ja, hat coole Mucke. Ja, ich habe halt Speedruns geguckt und so. Und deswegen habe ich die ein bisschen mehr gesehen, die ganzen Szenen. Mhm. Ja, dann kommt ja dieses fette Nest mit den Insekten. Ja, dann kommt der Crawler. Diese Insekten haben mich so angekotzt. Ja, die sind nervig. Im wahrsten Sinne des Wortes angekotzt. Ja, Raum vor dem Doppelgarador, da, der ist schlimm. Ja, ich meine, diese eine Halle da mit zwei Reitern. Ja, ja, boah, die ist richtig zum Kotzen, ja. Weil man sieht die irgendwie immer nicht und die springen einen plötzlich an und machen ultra den Damage. Ich habe meinen Profi-Run gemacht, Alter, und weißt du, wie anstrengend das ist? Die nehmen dich auseinander. Die sind so schnell, die fliegen rum, die treten dich aus der Luft, die springen dich an, kotzen dich an, stehen im Weg rum, sind unsichtbar. Mhm. Also die Gegner sind auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad, wo du fast gar keine Munition hast. Die sind auch tanky. Das ist so schlimm. Und im Speedrun komischerweise drehen die Kamera auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber dadurch soll es irgendwie nicht so oft sein, dass die dich anspringen. Die gucken halt immer auf den Boden beim Speedrun, wenn die in dem Raum rumlaufen. Anscheinend
reagieren die Gegner, wenn du die ansiehst oder so. Vielleicht ist natürlich irgendwie Leons Hitbox kleiner. Ich habe keine Ahnung, aber es scheint zu funktionieren. Also die Chance ist, glaube ich, ein bisschen geringer, dass du getroffen wirst. Kann auch ein Mythos sein. Ja, und seltsamerweise irgendwie im letzten Drittel ungefähr der Insel kommen die auch nochmal vor. Ne? Ja, das finde ich auch ein bisschen deplatziert. Fand ich auch sehr seltsam. Hat mich jetzt auch nicht gestört oder so. Die waren da auch dann, zu dem Zeitpunkt waren die dann halt schon wieder billig irgendwie, ne? Ja, die schießt mit der Pumpgun ab und das war's, ne? Nicht mal, ich hätte die einfach mit der Pistole aus der Luft geholt und die waren tot. Was für Waffen hast du benutzt bei deinem Playthrough? Ich hab benutzt Red 9, ich hatte am Anfang die TMP, habe ich dann verkauft, weil sie einfach scheiße TMP ist. Scheiße, leider. Ich habe wirklich keine Submachine Gun benutzt. Ich auch nicht, Ich mochte die aber im Original nicht. Also ich hatte die Red 9, dann hatte ich die normale Shotgun, dann hatte ich Broken Butterfly, aber die hatte ich wirklich, die meiste Zeit hatte ich die einfach in meiner in meinem Speicher drin, die nicht benutzt. Ja, Killer 7? Killer 7 habe ich nicht benutzt. Hast du gar keine Maggie quasi benutzt? Ich habe die Red 9 habe ich irgendwie ein, zwei Mal benutzt, aber die meiste Zeit hatte ich die einfach in meinem Stash. Broken Butterfly. Die Broken Butterfly. Ja. Pumpgun? Welche Pumpgun hast du benutzt? Ja, wie gesagt, die Standard-Shotgun habe ich benutzt. Ah, die ist scheiße. Die ist erstmal scheiße. Ja, erst mit dem Exklusiv-Upgrade ist sie richtig geil, weil da verdoppelt sich ihr Damage. Ja, ich hab Striker benutzt. Ja, ist auch wirklich Striker für den größten Teil des Spiels besser. Ja, die ist aber so schnell. Die ist, ich mag die Standard-Shotgun einfach, weil die sieht cool aus und ich mag die Nachladeanimation. Lustigerweise, ich habe auch einen YouTube-Kanal, ich weiß nicht, ob ich den verlinke hier unter dem YouTube-Video, ich lade das ja auch bei Spotify hoch, aber es gibt einen YouTube-Kanal, der guckt sich halt wirklich auch die Originalwaffen an, die inspiriert sind bei Resident Evil 4, die halt wahrscheinlich genommen haben als Modell oder Vergleich. Das ist schon nice, um Red 9 mal richtig zu sehen. Und so. Teilweise sogar so Sachen wie zum Beispiel bei der Punisher, die hat ja den Effekt, dass die Gegner pierced, dass das sogar akkurat ist. Also klar, es ist nicht 100% realistisch, aber es ist tatsächlich ein Effekt der Waffe irgendwie, dass die Munition leicht Sachen durchdringt. Ja. Also, was ich faszinierend fand, weil ich dachte so, das wirkte für mich einfach wie so ein Game-Shit, den die sich ausgedacht haben. Einfach so, okay, die Waffe muss jetzt irgendwie anders sein. Ja, jedenfalls. Aber es steht auch... Und die Stingray. Ja, die Stingray habe ich auch benutzt als Schaffe. Ist so eine gute Waffe im Spiel. Ja, die ist geil. Weil ich habe die echt auch öfters, was ich im Original nie gemacht habe, habe ich die teilweise einfach als normale Waffe benutzt, auch auf nicht lange Distanz, sondern einfach so. Ja, die macht auch crazy Damage. Kannst du Headshots verteilen und so, sterben die Gegner. Und es gibt auch eine TMP jetzt neu. Ne? Es gibt eine MP5 quasi. Habe ich nicht benutzt. Kannst du auf der Insel finden. Ich habe die gefunden, du kannst sogar dieses... Es gibt auch eine Assault Rifle, die benutzt Rifle-Munition. Ist ein Schnellfeuergewehr, das Rifle-Munition benutzt. Gibt es erst. Denke ich mir auch so, Alter, wie es gibt so wenig Rifle-Munition. Gibt es, ja. Ich habe die halt immer gecraftet. Obwohl ich gehe fest davon aus, dass das Spiel teilweise liest, was du für ein Inventar hast. Ja. Und dann gibt es dir quasi dann auch teilweise die Munition, die du gar nicht hast. An manchen Stellen liegt gefixt irgendwas rum. Ah, okay. Es gibt ein paar Stellen, da findet man gefixt immer das Gleiche. Zum Beispiel diese Bolzen oder diese Rohstoffe. Ne? Darüber haben wir auch noch geredet. Stimmt, wir können Munition selber herstellen. Ja. Das ist eigentlich so ein Gimmick, was eigentlich aus Resident Evil 3 quasi ist. Es gibt irgendwie Resources klein und Resources groß und es gibt Gunpowder. Ja. Und je nachdem, was man halt kombiniert, kann man verschiedene Sachen craften. Ja, du kannst auch entweder Granaten craften, also so große Granaten und Blendgranaten. Und du kannst natürlich dann auch halt eine Munition, Pistolenmunition, Magnum-Munition, Gewehrmunition, Scharfschützenmunition kannst du auch craften. Kosten dann halt unterschiedlich viel, ne, weil der Tier der verschiedenen Munition ist natürlich auch wertiger, ne. Pistolenmunition ist halt am wertlosesten, wenn man es so nimmt. Ne? Nee. Ja. Saddler. Saddler, Bossfight. Ja. Ist ja eigentlich. Ist ziemlich based, ne? Fast wie im Original. Ja, ne? Ist relativ wie im Original. Aber er ist tanky, er ist fuck, Alter. Und diese kleinen Augen zu treffen auf Konsole. Mit einem Controller, ich will nicht rumheulen, vielleicht ist mein Aim auch einfach total scheiße. Ich habe übrigens auch, ich habe zwar am PC gespielt, aber ich habe auch mit Controller gespielt. Aber der hat, also kann man ja im Video sehen, wie ich gegen ihn gekämpft habe, aber es hat schon lange gedauert. Kannst natürlich auch mit einem Raketenwerfer schießen, ne? Dann ist er direkt tot, mit einem Schuss. Hat aber eine neue Stufe bekommen, ne? Hat eine letzte Phase quasi bekommen, die einfach nur... Ist halt so Spectacle. Ist eigentlich mehr eine Katze als ein Fight. Ja, gähnt nicht viel, ne?
So, ja, aber das Ding greift dann ja sogar an. Ne? So Tentakel, ich habe nicht gecheckt, wie man dem ausweichen kann. Doch, du kannst ganz easy einfach links und rechts strafen. Ja, das ist nicht schwierig. Nö, oder ducken kannst du dich, glaube ich, auch. Keine Ahnung. Weil das ist ja auch neu in dem Spiel, ne? Es gibt einen Stealth-Modus, aber das haben wir auch schon gesagt. Aber du kannst dich hinhocken, das heißt, Gegner können dich schlechter sehen. Und ja, du kannst halt da Critical Blow, indem du dich von hinten anschleichst, so Metal Gear-Style. Mhm. Boah. Was ich auch noch ein bisschen bemängel, ist halt, das ist aber auch voll das Meme, dass immer die Gegner, wenn die was werfen, Aiva S so sagen. Und Alter, das sagen fast alle Gegner. Aiva S so. Aiva S so. Ja, sowas wie, da geht es hin. Okay. Aiva S so heißt eigentlich nur so viel so, da geht's hin. Also, okay. Ist einfach nur so ein Auswurf. Ich weiß auch nicht, ob man den gängig in Spanien benutzt. Also, Spoiler, ich bin halb spanischstämmig. Ich kann auch ein bisschen Spanisch sprechen. Aber ist mir jetzt nicht so geläufig im Sprachgebrauch. Ja, ich habe das auch oft gehört, aber ich habe das noch nicht mal. Ich habe nicht mal die Connection gemacht, dass die das sagen, wenn die was werfen. Doch, das ist, wenn die so diese Molotow-Cocktails werfen oder irgendwas auf die Welt. Aber Ahiesta. Ja, die ganzen Catchphrases sind drin. Ja, Ahiesta. Man kennt die ganzen Catchphrases. Und sind auch übernommen. Un Forastero. Sowieso. Ja, ist aber auch cool. Ey, klar, hätten sie auch nicht wegmachen können. Also das ist ja ikonisch fürs Game. Das ist ja auch cool, dass es in Spanien spielt. Mhm. In diesem Europa. Ja, und sie haben auch diesmal so ein bisschen mehr irgendwie die Geschichte des Dorfes erzählt in manchen Notes und so, ne? Auf jeden Fall. Und dass quasi Salazar, also diese Salazar-Leute, nicht Salazar, dass die Leute von Settler, dass das halt eigentlich so ein Kult ist, der die da so ein bisschen versklavt, die Leute von dem Dorf und so. Ja, und auch, dass die ganzen Tiere da sterben und so und dass sie viel zu wenig Nahrung haben und so. Mm. Und die opfern ja auch irgendwelche Frauen. Das sieht man auch im Intro. Ja. Sieht man ja, dass so eine Frau geopfert ist. Die Intro-Sequenz ist übrigens hidden in dem Game. Das kannst du finden, das Areal. Ja, stimmt. Hast du auch Hast du gefunden? Bei meinem zweiten Playthrough gefunden. Ja. Das ist ja auch da, wo man sich frei bewegen kann um den See rum, ne? Ja, das ist in einem Haus, wo Luis ist, quasi. Okay. Und da ist auch ein Clockwork Castellan. Genau. Ja, das habe ich auch beim ersten Mal nicht gefunden. Ich auch nicht. Da habe ich mich beim zweiten Mal gefreut, als ich das gefunden habe. Ich auch nicht, ja. Ich habe das, weil Striker hat das Spiel, Dark Shadow Core, Kumpel von mir, wir haben das nochmal, also er hat das angefangen, ich habe einfach nur zugeguckt und der hat das dann gefunden. Da habe ich dann gesagt, ja, cool, wusste ich gar nicht. Aber das liebe ich irgendwie so an dem Spiel. Es gibt so abseits des Weges gibt es halt wirklich Sachen zu entdecken. Oder es gibt halt, oder diese Easter Eggs, du kannst mit Granaten irgendwelche Wände einspringen und Sachen damit skippen, so Speedrun-mäßig. Oder Salazar kannst du mit dem Ei irgendwie außer Gefecht setzen und so weiter und so fort. Es gibt immer so ganz kleine Hints und so Special-Sachen, die man halt irgendwie in dem Spiel findet und das irgendwie ein Community-Ding dann halt ist. Zum Beispiel, du kannst ja auch den ganzen Anfangspart kannst überspringen, indem du die Glocke abschießt. Geht aber nur in New Game Plus. Das wusste ich halt auch nicht. Das ist ziemlich cool, ja. Ja, das geht aber nur mit dem Scharfschützengewehr. Du kannst mit dem Scharfschützengewehr diese Glocke abschießen. Ja gut, das hat man ja eigentlich noch nicht. Die eigentlich bei Separate Ways von Ada geläutet wird. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Ich denke mal, Separate Ways wird ja ein DLC sein für Resident Evil 4. Kommt ja auf jeden Fall raus. Mercenaries ist ja noch nachgereicht worden, so zwei Wochen nach Release. Habe ich gar nicht gespielt, aber du hast es gespielt. Ne? Ja, ja. Kannst ja eben deine Eindrücke von Mercenaries schildern. Ich glaube, es gibt nur drei Maps. Mhm. Also Dorf, Castle und Insel. Ja. Und es ist irgendwie übelst einfach. Ja. Ich habe wirklich bei allen Maps habe ich mit einem Try direkt S-Rank gemacht. Also den höchsten Rang? Krass. Ich weiß nicht, ob es noch S-Plus gibt, aber auf jeden Fall den man braucht, um Handcannon zu unlocken. Ja. Und du musst echt einfach nur eine Runde machen, um die Zeitboni aufzuheben und danach killst du nur noch Leute. Und du hast so einen Special-Mode, den du aktivieren kannst, wenn du irgendwie beide Sticks reindrückst, glaube ich. Ja. Dann bist du in so einem Super-Power-Mode, wo quasi du mehr Damage machst und ich glaube nicht nachladen musst oder so. Ich glaube aber, jeder Charakter hat einen eigenen Special. Ich glaube, Luis kann so Minen auf den Boden legen. Oder ich habe nur als Leon gespielt. Ach so. Und du killst dann wirklich echt einen nach dem anderen und auch wenn du eine Chain machst, kriegst du auch immer noch Zeit dazu. Ja, das war ja früher auch so. Und diese Uhrenkatze kaputt machen. Ja, oder keine Ahnung, du stellst dich wirklich im Endeffekt einfach dann nur in eine Ecke und killst die ganze Zeit Leute und wenn schwere Gegner kommen, gehst du in diesen Special Mode und fresh sie einfach ab, sogar mit der normalen Pistole. Krass, so stark. Und das spawnen dann einige Kettensägen-Granados und so, ne? Ja. Also im Dorf, in der Dorf-Map. Ja, ja.
Aber die sind nicht so schlimm. Garados sind ein bisschen nervig auf der zweiten Map, aber Boah, sonst. ekelhaft. Nee, aber cool, also dann schaltest du die Handcannon frei. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch noch diese Tommy Gun freischalten, also die Chicago Time Sweeper heißt die. Ich glaube Time Writer im Original. Den Plagas Removal Laser gibt es gar nicht. Und es gibt die Ritterrüstung auf jeden Fall für Ashley. Die kriegst du, glaube ich, wenn du hart durchspielst. Und also die Crème à la Crème der Spieler versucht halt einen S-Plus-Rang zu machen. Das heißt, ihr dürft, glaube ich, 14 oder 15 Mal speichern. Ich glaube, 14 Mal war es. Also so viele Kapitel, wie es gibt, so viele Saves habt ihr. Und es gibt ja keine Checkpoints mehr auf Profi. Und dann müsst ihr halt echt gucken. Und ihr dürft dann halt nicht genug M-Plus machen. Ihr müsst New Game machen. Und müsst dann halt dann versuchen, mit den Saves das durchzuspielen. Und unter 5 Stunden, glaube ich, war es. Oder 5 Stunden 30. So in den Dreh halt. Das, also müsst ihr mal nachgucken, was jetzt genau die Voraussetzungen sind. Aber es ist halt die schwierigste Challenge, die du eigentlich machen kannst. Und dann, wenn du das geschafft hast, schaltest du Katzenohren frei für Leon, Spoiler. Und Das ist damit schon hast du so mit dumm, jeder ey. Waffe, ja, mit jeder Waffe hast du dann unendlich Munition. Fucking Katzenohren, ey. Ja. Warum, wer kommt auf so eine Scheiße? Keine Ahnung. Ich finde es witzig. Also mich stört es jetzt nicht. Es sieht halt natürlich ein bisschen blöd aus. Ja. Aber so weißt du halt, Ich boykottiere das. du willst Ich keine werde die nicht Katzenohren. benutzen. Ich habe wirklich einen Profi-Run angefangen. Ich habe wirklich einen Profi-Run ganz neu angefangen und ich bin bis zur Insel gekommen. Aber bei der Insel ging mir dann schon meine Dings aus. Und das ist auch ein guter Tipp für euch, wenn ihr sterbt und dann, oder stirbt, und wenn ihr dann Save dann Nein, auf sterbt. Conti Sterbt es sterbt richtig. es richtig, wenn ihr dann continued, dann wird aber trotzdem eure Zeit darauf gerechnet. Das heißt, wenn du wirklich bei Profi Musst du stirbst, mal neu musst du laden. rausquitten und manuell neu laden, weil sonst wird der Ingame-Timer, der rafft das nicht. Ätzend. Ich Ja. hasse es, wenn Spiele sowas machen. Ja, und dadurch ko konnte ich halt meinen Profi-Run, habe ich dann abgebrochen, weil ich auf der Insel dann viel zu viel Zeit gehabt habe, viel zu viel Zeit verschwendet habe. Aber das war gar keine Playzeit. Das war wirklich die Zeit, wo ich quasi das neu geladen habe, das Spiel. Also effektiv habe ich mir dadurch, dass ich das nicht wusste, mir meinen Profi-Run kaputt gemacht. Das ist Was Kacke ätzend. ist, klar. Was doof ist. Aber es ist halt, auf Profi sind halt wirklich die Gegner noch schwieriger, die sind nicht schneller, aber die halten mehr aus. Und es ist wirklich sehr, sehr unlustig. Also du hast immer Mangel an Ressourcen. Wenn du schlecht aimst, hast du noch mehr Mangel an Ressourcen und wirklich alles two-shottet dich. Also es ist wirklich, wirklich hart. Du musst das Spiel wirklich auswendig kennen. Du musst halt durch die meisten Areale wirklich durchlaufen und eigentlich nur ausweichen, weil Kämpfen Ja. hat manchmal überhaupt keinen Sinn mehr. Deshalb, Das ist fast Speedrun-mäßig. für mich ist das irgendwie nicht so attraktiv, ehrlich gesagt, weil irgendwie das Spiel Ja. ist schon so ein bisschen mehr darauf ausgelegt, auch zu exploren. Ja, klar, Na dass du klar, im Ressourcen Original hast. gab es ja auch so ein paar Schätze zu finden und so, aber es war nicht so fleshed out, dass man wirklich so, jetzt hat man ja wirklich eigene Räume, die quasi nur dafür da sind, dass man irgendwie da explort und die Schätze findet. Ja. Ja. Hast du jetzt irgendeinen Lieblingsbossfight in dem Spiel? Wo du sagen würdest, fandest du irgendwie am coolsten oder so, oder? Definitiv nicht der Lago. Naja, der Lagus Cancer, ne? Vor allem, Ja. Fun Fact zu dem, wenn du den halt nicht triffst und der untertauchst, heilt er sich quasi. Der kriegt dann HP wieder dazu. Ja, ist richtig krass, auch im Speedrun und so, die müssen den One-Cyclen. Wenn die das nicht schaffen, Das können die ist resetten. richtig dreist und da hat auch bei Der mir, hat viel glaube ich, Leben, auf ja. Hardcore recht Ja, lang gedauert. Und der ist nicht einfach dann. was mich am meisten aufregt, ist, das Wasser, das macht ja immer so kleine Wellen. Und wenn eine Welle zwischen dir und ihm ist und du eine Harpune auf ihn schmeißt, bleibt die in der Welle stecken und Na, trifft ihn nicht. ja, okay. Und das dann noch kombiniert damit, dass er sich scheinbar heilt, Ja, was ich gar nicht wusste, noch tut das er. ist schon ätzend. Das heißt, wenn man nicht genug Treffer macht, kann der Kampf wirklich fucking lang dauern. Ja, der hat auch bei mir ziemlich lange gedauert. Ich habe ihn auf Profi gemacht, ne? Und das ist echt hart gewesen. Glaube ich. Obwohl bei meinem normalen Playthrough fand ich es halt cool, aber. Welchen Fight? Ich glaube Salazar, weil da war Mal den sogar neu echt gemacht. ein bisschen knifflig, weil der ist auch sehr wendig, ist ein bisschen schwer zu treffen. Ja. War schon ein bisschen hart. Ja. Ja. Ja, und hier, ne, It ist ja raus Ja, rationalisiert worden, stimmt. ne? Voll schade. Ja. Ich schätze mal, der kommt bei Separate Ways.
könnte so. Machen die 100%. Die Ada-Kampagne wird, glaube ich, auch so. Ich glaube auch nicht, dass die irgendwie so einen ganzen Boss einfach so scrappen, weil der Boss war auch cool. Ja, war auch cool mit diesen Käfigen, die runterfallen und dass du dann danach gegen den kämpfen musst. Ich wette, er kommt bei dem DLC raus. Kann gut sein. Also da wird genauso wie die andere Settler-Phase. Also ja, stimmt, Settler, wo man ja als Menschenform, ja. Die fand ich auch richtig cool. Ja. Hat Bock gemacht. Ja. Ansonsten. Oh. Ich weiß nicht, eigentlich die Bossfights sind ja größtenteils ähnlich, so, ne? Fast wie im Original. Ja, haben die auch. Haben die aber auch gut gemacht, finde ich. Also die haben halt wirklich. Sie haben halt nur da verändert, wo es was zu verändern gab, ne? Ja, aber das ist halt wirklich so, als hätten sich wirklich Fans daran gesetzt, die wirklich wissen, worauf es eigentlich ankommt bei dem Spiel, ne? Was wahrscheinlich auch so ist, weil das sind ja nicht die gleichen Entwickler wie im Original. Ja, aber überleg mal, wenn du das vergleichst mit dem Resident Evil 3 Remake, was sie damit veranstaltet haben. Aber ich glaube, das ist schon hart. Ist halt auch einfach der Vorlage geschuldet. Und 3 war halt jetzt nicht so beliebt wie die anderen Teile. Gibt aber schon viele, denen. Klar, es gibt für jeden Teil gibt es irgendwie so Liebhaber. Hardcore-Fans. Aber beim vierten Teil wäre es schmerzlicher gewesen, ja. Also Resi 2 ist auf jeden Fall viel beliebter als 3. Ja, natürlich, klar. Und deshalb hat es auch den besten Remake bekommen. Und 4 ist ja sowieso, das war damals das beste Spiel überhaupt. Und deshalb konnten sie es da nicht verkacken. Und ich denke mal, dass der 3 Remake einfach nur so halt in der Zwischenzeit war, um halt irgendwie die Zeit zu füllen. Ja, die haben auch sehr viel reused und so. Genau, ganz viel reused Assets. Es war ein bisschen lazy. Und halt auch Nemesis war jetzt nicht irgendwie so gut gemacht, aber er kam ja echt nur in so ein paar Räumen irgendwie gescriptet vor und dann halt als Boss mehrmals, ne? Ja, vor allem, ich kann Capcom teilweise nicht verstehen, weil die haben noch so ein eigenes Spiel gemacht, zwei sogar Spiele gemacht, die einfach nicht nötig gewesen wären. Die hatten so eins, dass du so einen Master-Modus hast, dass du so als Bösewicht spielst und ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber du kannst dann irgendwie als Bösewicht spielen und dann hast du so ein Team, es war so asymmetrisches Gameplay aller wo einer bei, Bösewicht, also so ein Dungeon-Maker ist, wo einer so ein Dungeon baut oder irgendwelche Monster beschwören kann und ist ja auch bestimmt ganz witzig und so, keine Ahnung, ich Survive hab's nicht ausprobiert. Heißt es oder so, Survive irgendwie. Aber das damit ja nicht genug. Danach haben sie ja noch bei 3 noch ein Multiplayer-Spiel reingetan und das war ja so wie bei Dead by Daylight. Mhm. Also sie haben zwei Spiele, oder ist es eigentlich das gleiche? Tut mir leid. Ich glaube, das ist das gleiche. Ist das gleiche? Auf jeden Fall, ja, kann sein, dass... Ja, ich glaub, hätte nicht sein müssen. Ja, aber das wieder das voll die Verschwendung an Ressourcen. Ja, jedenfalls, man hätte ja auch den 3 Remake hätte man ja auch voll krass machen können irgendwie, dass du halt wirklich das Nemesis, was ich dachte, bevor das Spiel rausgekommen ist. Open World. Das Nemesis, dass du wirklich in Raccoon City frei rumrennen kannst. Geil. Und du hast Nemesis, der dich da wirklich gejagt, so wie Mr. X im zweiten Teil, nur noch krasser, weil er halt viel krassere Abilities hat. Ja, und weil die Stadt größer ist. Aber war halt leider nicht so. Ja. Und ich denke aber halt auch mal, dass die das Spiel halt auch einfach möglichst schnell einfach rausgehauen haben. Ich mag den Remake für gar die nicht. Zwischenzeit, um ein bisschen Geld zu machen halt. Und das ist ja auch völlig legitim. Aber ja, als Result ist es halt nicht so ein hochkarätiges Spiel wie RE2 Remake oder... Oder 4. Oder 4. Ja, aber ich bin trotzdem glücklich, was... Aber was, hätten sie das, hätten sie den gleichen Approach gewählt für 4, dann hätte es halt wirklich Ärger gegeben. Die sind halt noch auf Nummer sicher gegangen, ne? Indem sie halt sehr viel übernommen haben, Sachen, die halt damals nicht gut waren, verbessert haben. Ja. Ja, ist auf jeden Fall echt ein mega gutes Spiel. Ist es, qualitativ. Ich bin sehr positiv beeindruckt. Ich kann wirklich kaum, also bis auf wirklich... So Kleinigkeiten, ne? Ja. Naja. Kann ich wirklich kein schlechtes Haar an dem Spiel lassen. Nee, ich auch nicht. Als ich es auch durchgespielt habe, habe ich auch gesagt, so, hey, es ist eigentlich sehr ähnlich wie das Original, aber gameplay-mäßig besser als das Original. Mhm. Also wirklich das Kämpfen, so dieses ganze Kampfgefühl, die Exploration, dass du irgendwie Items cleverer versteckt hast, die Puzzle, okay, sind ein bisschen anders oder so, aber ich bin halt echt glücklich mit dem Spiel. Ich muss echt sagen, Langzeitmotivation hat man da teilweise auch, weil du kannst New Game Plus machen, du kannst einen Funrun machen, du kannst sagen, ich spiele ohne Händler durch. Da gibt es ja auch ein Achievement für. Dass man nicht einmal mit dem Händler spricht. Ja, gibt es ein Achievement für. Dann gibt es halt noch diese... Oh, das heißt, man kann nichts upgraden. Ja, das ist auch hart. Dann gibt es diese S-Plus-Geschichten, ne? Verschiedene Schwierigkeitsgrade, dadurch dann halt verschiedene Kostüme. Es gibt ja auch so eine Gasmaske als Kopfteil, als Kostüm.
Und damit auto-aimst du besser. Also du hast dann wirklich so ein Snap-on-Zielen. Das kannst du auch nehmen für S-Plus-Run. Das ist nicht verboten. Ja, aber wie gesagt, also diese ganze Atmosphäre ist geblieben. Ihr habt immer, wie gesagt, diese Dorfatmosphäre liebe ich in dem Spiel, weil das ist für mich der stärkste Teil in dem Spiel. Danach kommt das Schloss, ist auch noch so in Ordnung. Die Insel ist halt immer noch so, dass ich die Insel nicht mag. Weil es ist einfach nur noch Action, es sind nur noch voll viele Gegner. Dann wirst du halt auch dieses Militär-Szenario, das ist einfach nicht so meins. Nee, da baut das Spiel, aber das mussten sie aber halt drin lassen, damit es noch ein Faithful Remake ist. Ne? Hätten sie da noch mehr verändert, wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen. Nee, aber wir leben auch wieder im Zeitalter der Remakes. Ne? Also es ist irgendwie schwierig, noch neue gute Ideen zu finden. Schade, ne? Aber es ist ein bisschen unkreativ. Ne? Weil stell mal echt vor, dass Resident Evil 4 würde es nicht geben und das Spiel hätten wir jetzt bekommen oder so. Dann denkt man auch so, Alter, was wie crazy. Du hast so einen fetten Molchgegner mit dem See. Du hast dann hier noch so ein Schloss und so. Überleg mal, wie kreativ dieses Spiel zu seiner Zeit war. Und selbst jetzt als geremakedes Spiel kommt es ja immer noch als sehr, sehr hochkarätiges Spiel rüber. Weil es halt abwechslungsreich ist, weil Designs richtig cool gemacht sind und das alles Hand in Hand eingeht. Also es ist crazy, wie gut dieses Spiel eigentlich ist und wie gut es gealtert ist eigentlich. Von der Idee. Klar, gameplay-mäßig ist es ein bisschen, ne? Das Original ist halt ein bisschen langweilig. Du hattest weil man mich halt noch irgendwie eben nach den Rätseln gefragt. Ja, ja, genau. Rätsel waren okay, keine Ahnung. Waren halt, ich glaube, ein bisschen zahlreicher als im Original. Ja, kam ja auch so vor, dass es ein bisschen mehr Schlüssel hier, Schlüssel da gab, ne, als im Original. Aber bei weitem noch nicht irgendwie so wie in Standard Resident Evils irgendwie. Wie fandest du die erste Begegnung mit Garador? Cool. Ja. Was ich cool fand, war, dass da Ketten von der Decke hingen. Ja, und wenn du dagegen gekommen bist, hat er dich halt gehört. Das fand ich mega coole Idee. Ja, vor allem, ich musste echt... Weil ohne das sind die Gegner eigentlich echt hilflos. Ja, ja, aber ich ja auch, dass wenn man halt da einbricht und dann irgendwie es dunkel wird und so und dann sieht man Garador halt, ne? Und ich habe echt kurz das Spiel dann pausiert, weil ich erstmal durchatmen musste. Ich dachte mir so, Alter, Scheiße, du bist jetzt mit dem in der Zelle, du weißt jetzt nicht, wo es hingeht und so. Diese Hilflosigkeit, die ich da empfunden habe, hat man sehr selten im Spiel. Wobei ich sagen muss, irgendwie, ich... Du hast es antizipiert, ne? Auch, aber vom Aussehen her fand ich den irgendwie ein bisschen weniger scary als im Original-Game. Beziehungsweise im Original-Game damals halt, als ich es gespielt habe. Wenn du es jetzt spielst, ist es nicht sehr furchtbar. Aber die haben den so voll fett muskulös gemacht und der sieht so ein bisschen Comic-mäßig aus. Wie so ein Marvel-Bösewicht oder so. Weißt du, was ich meine? Überstilisiert. Ne? Ja, und das haben die auch, finde ich, meiner Meinung nach mit den Hunden gemacht. Die sind auch jetzt irgendwie so voll, die sind voll flauschig. Übertrieben monstermäßig. Die haben auch so voll das Riesenmaul und voll die langen Zähne. Ja, die waren damals natürlicher, ne? Und ich glaube, die Reggies sind auch irgendwie jetzt so voll groß und so voll fett, ne? Ja. Und haben so voll die übertriebenen Gebisse. Ja. Früher sahen die etwas menschlicher aus und fand ich dadurch etwas creepier. Ich fand die Originalen auch creepier. Aber das ist natürlich auch so sehr... Ja, das ist nichts wie mir, ne? Sehr subjektiv. Das ist nip-picking. Aber man kann auch nicht sagen, das ist definitiv so, sondern ich persönlich empfinde das so, andere Leute empfinden das wahrscheinlich anders. Das ist ja das Lustige, ne? Wie man sich das vorstellt, wenn man sich da zurückerinnert, wenn man Resident Evil 4 damals gespielt hat, wie man Schiss hatte vor diesen vor Garadors oder vor Reggies oder so. Aber ich muss dir sagen, bei dem ersten Reggie, ne, ich hatte wirklich und da haben sie es ja, was sie verändert haben, ist, du hörst direkt von Anfang an, wenn du da bist, hörst du das Röcheln. Ne? Ja, ja, klar. Und ich hatte dann übelst Schiss, weil ich dachte so, fuck, vielleicht haben sie es verändert, dass der jetzt direkt kommt. Ja. Dass quasi während du da die Akten liest, plötzlich die Tür aufgeht und der dich überfällt oder so. Um dich irgendwie zu natzen, weil du denkst so, okay, ich weiß, wann der kommt. Und dann kommt er stattdessen ein bisschen anders. Ja, muss ich noch ein bisschen ankreiden. Ja, die hätten das echt ein bisschen überraschender machen können. Was sie auch geändert haben, der zweite Reggie in dem Kühlraum. Ja. Du kannst den nicht killen, weil das Zielfernrohr erst irgendwie danach kommt. Ja, das kriegst du in dem Raum, glaube ich, danach, ne? Ja, du musst quasi erstmal überleben. Da raus, du musst eine Zeit lang überleben und abhauen, ne? Ja, das ist richtig ekelhaft.
Das fand ich auch ganz cool, weil es hat mich halt auch überrascht. Ja. Ich dachte so, hä, what the fuck, wo ist das scheiß Zielfernrohr? Nee, die Szene ist wirklich kritisch. Ne? Da war es echt so, dass du echt hilflos warst und so. Davon gibt es aber echt sehr wenig in dem Spiel. Aber sind ja. Halt bei mir auch so die Knackpunkte gewesen. So, Garador ist mir ganz gut im Gedächtnis geblieben. Der Raum mit den zwei Garadors war übel. Der war richtig ätzend. Boah. Das, ist mir auch das, so, das Schlimmste daran waren nicht mal die Garadors, nee, sondern die Garnados. Ja, ja, die Garnados waren so ätzend. Obwohl die dann teilweise die auch dann klar, die abgelenkt haben. Aber zwischendurch waren da dann Leute bei, die Äxte geworfen haben. Und das war so fucking nervig, weil du versuchst dann langsam zu gehen. Ja, ja. Und dann treffen die dich mit den Äxten. Deshalb musst du dann, entweder du slashst die halt, habe ich gar nicht dran gedacht mehr, dass man die aus der Luft slashen kann mit dem Messer. Ich vergiss es auch immer mit dem Parry. Deshalb bin ich dann gerannt, um denen auszuweichen. Und dann hören dich die Garadors. Ja. Aber die sind wirklich fies. Also. Und die haben auch sehr viel ausgehalten irgendwie bei mir. Ja, der Raum ist wirklich Horror. Und auf Profi muss da richtig übel sein. Boah. Junge. Ja, war es auch. Da habe ich auch alle Granaten reingeworfen und alles, was ich. Also, es war richtig krass. Die ganz. Also, auf Profi ist das Spiel wirklich, wirklich krass. Es gibt auch einen Skip bei dieser. Wo du diese drei Teile brauchst für diese Statue, wo man gegen die Ritter kämpfen muss und diesen anderen Raum. Da kannst du quasi bevor. Ich weiß gar nicht, welches Teil das ist, aber oben rechts ist das. Du kannst eine Blendgranate werfen, bevor das der Hebel gezogen wird, dass die Brücke runterfährt in dem einen Raum. Ach. Und ganz wie Ganados. Das kannst du skippen. Du kannst vorher eine Flashbang werfen. Ich glaub, und dann zieht er den Hebel nicht? Nee, dann ist der geflasht und dann kannst du einfach rüberrennen, das Teil holen und wieder zurück rausrennen. Cool. Also das geht, das geht. Das habe ich auch schon gemacht. Ich weiß nicht, ob es weggepatcht wurde, weil diese Door-Clips wurden weggepatcht. Weil ich habe auch einen Door-Clip quasi gemacht auf der Insel. Du kannst diesen kompletten Part mit Ashley ist quasi skippen, wenn du halt dich irgendwie schnell rumdrehst und von der anderen Seite machst du dann die Türe auf. Aber das wurde jetzt, glaube ich, weggepatcht mit dem neuesten Patch. Was schade ist, weil... Oh, okay. Ja, weil Speedruns sind eigentlich relativ cool, weil du kannst halt wirklich Areale skippen, ne? Auf dem PC ist es sogar noch einfacher zu skippen. Weil mit dem Controller sich schnell rumzudrehen, es geht, aber es ist sehr, sehr schwierig. Nee, aber habe ich auch ein YouTube-Video von gemacht, dass ich diesen skip. Ich habe den gar nicht so oft probiert. Ich habe es echt schnell geschafft. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, aber es ist halt wirklich so. Also wenn ihr wirklich das Spiel mal versucht, im Profi-Modus durchzuspielen, gibt auch ein Tutorial von, wie heißt der? Neon Slice, glaube ich, oder so. Verlinke ich euch auch. Der hat euch ein Tutorial quasi gemacht, wie man am besten New Game, also einen neuen Speicher, mit Bonuswaffe, das gilt. Trotzdem kriegst du trotzdem S+, wenn du eine Bonuswaffe benutzt. Aber es gibt einen Guide, wie du das Spiel trotzdem vielleicht schaffen könntest. Also du upgradest entweder die Handcannon oder die Chicago Sweeper und hast unendlich Munition. Dafür guck mal, stell mal vor, Farm. Du stell mal vor, da geht jetzt plötzlich hier so an der Tür vorbei, geht so ein Regenerado. So, nein, ich würde die Fenster gehst einfach aufmachen. So von rechts nach links so durch den Korridor und du bist so Schiss, Alter. Vor allem, die können ja auch ihre Arme so voll lang machen und so. Und wenn du die parierst, das kannst du parieren, dann hackst du denen die Hand ab. Echt? Ja, das cool. Geht. Das geht. Und das ist jetzt. Und dann regeneriert sich so aus der Hand raus noch ein ganz neuer Richie. Ja, war das schon. Junge. Aber es ist auch voll schlimm, wenn du die Beine von denen wegschießt. Ja, ja. Weil früher war das ja so Go-To, dass du die Beine wegschießt und die dann upslashst. Ne? Ah, da sind die auch auf dich drauf gesprungen. Ja, ich weiß, aber du kannst dich halt so positionieren hinter denen quasi, dass nichts passiert. Aber jetzt jumpen die voll wild rum. Ey, jetzt machen die so Dolphin-Dives, Alter. Du kannst die einfach nicht treffen. Die sind so schnell. So richtig ätzend. Ich würde auch sagen, wir labern jetzt nicht mehr über Mario-Film und Zelda. Nee. Das müsste irgendwie nochmal ein eigener Podcast sein. Machen oder so, ja. Aber was ist jetzt so unser Fazit? Ja, das ist die entscheidende Frage. Ist der Remake besser als das Original? Oder kann man es nicht vergleichen? Das ist halt die Sache, ne? Wie gut ist jetzt der Remake, ne? Ich finde es für mich gerade echt schwer zu sagen. Ja. Weil irgendwie... Ich habe das Original so viel gespielt und das Remake so wenig, dass es für mich echt schwer ist, es zu vergleichen. Vor allem, es gibt ja auch noch eine VR-Version. Ne? Es gibt Resident Evil 4 VR. Ja gut, aber das zählt nicht. Ja, es haben vielleicht nur 10 Leute auf der ganzen Welt gespielt. Vor allem, wir haben auch damals das Original, haben wir ja so oft gespielt, auch verschiedene Versionen. Ne? Ich habe es erstmal auf GameCube gespielt, dann später die Wii-Version mit Wii-Mode. Ich auch, aber das war die beste Version, Alter. Ich habe sogar die PS2-Version noch gespielt, weil da war ja Separate Ways drauf,
was die ja auf der GameCube-Version rausgeschnitten haben. Und Mercenaries haben sie auch rausgeschnitten. Auf der die Wii-Version hatte ich aus Österreich importiert, da war es dann auch drauf. Ich auch, ich habe mir die auch Mercenaries importiert. Auch. Ja. Beste. Ist auch die beste Version. Also falls ihr wirklich Resident Evil 4 nachholen wollt, klar, ihr könnt die PC-Version benutzen, ist okay. Aber wirklich diese Wii-Mode zum Zielen zu benutzen, ist so geil in einem Game. Ja. Macht es ziemlich leicht. Also das Problem ist, glaube ich, jetzt noch ein vernünftiges Setup hinzukriegen mit einer Wii, ne? Ich habe eine Wii U angeschlossen, ich kann das jetzt spielen. Ja, aber die Grafik ist halt sehr verwaschen irgendwie dann auf dem Fernseher. So, dann wiederum, die Grafik ist generell verwaschen. Ja, ist es auch. Aber ja, es gibt auch Upscaler. Es gibt halt so HDMI-Adapter für die Wii. Hm. Aber deswegen benutze ich ja meine Wii U. Wii U hat ja HDMI-Ausgang. Ich hatte das Spiel dann auch nochmal auf PS4 irgendwie runtergeladen. Ja, ich auch. Ich hab's auch für Switch. Genau, für Switch habe ich es auch durchgespielt. Ich auch. Und auf PC habe ich es auch, fand aber irgendwie die Steuerung da voll scheiße und habe es deshalb nicht gespielt. Kannst aber umstellen. Wir haben ja den Randomizer gespielt. Du kannst es original umstellen. Ja. Aber ich wollte halt irgendwie mit Keyboard und Maus spielen und da gab es irgendwie kein vernünftiges Control-Scheme. Das war richtig komisch. Ja, man merkt halt, dass es eigentlich ein Konsolenspiel ist. Ne? Es ist halt für Konsole gedacht. Da gibt es bestimmt irgendwelche Mods, die das besser spielbar machen für Keyboard, Maus. Es gibt sogar eine richtig crazy Mod, da haben die auch neue Levels gebaut und alles. Aber es sieht sehr cancer aus irgendwie. Die Levels sehen nicht gut designt aus, finde ich. Was? Ja, du droppst einfach in so ein Kellergewölbe runter und da sind 5 Garadurs. Mm. Ja, sowas auch, aber teilweise hat das coole Maps, hat auch so eine Schneemap und so am Schluss. Also hat auch so Rätsel, ne? Ja, hat es. Also eigene, mit so Ritterstatuen und so, die du rumschieben musst. Also, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Aber es ist eine Resident Evil 4 Mod, die, glaube ich, irgendein... Ja, ich tendiere zu, wahrscheinlich ist das Remake das bessere Spiel, aber jetzt gerade, ne? Ist, glaube ich, das Original noch mein Favorite, weil ich einfach viel mehr Zeit damit verbracht habe. Du verbindest damit mehr, ne? Ja. Ja, das war halt irgendwie unsere Jugendzeit, ne? Und weil halt viele Konzepte daraus halt reused sind im Remake. Ja. Was halt klar muss so sein, aber dadurch ist es halt nicht so fresh und neu, wie damals Resident Evil 4 war für einen. Ja, das ist wirklich das Problem bei Remakes, ist ja, du weißt ja schon so, was ich so ein bisschen erwarte. Mhm. Ne? Und da ist dann quasi die Anticipation ist nicht so, oh, was passiert als nächstes, sondern, oh, gleich kommt die und die Szene, frag mich, wie sie das gemacht haben. Ja, genau. Und da ist es aber, wie gesagt, das, was du auch gesagt hast, spielerisch ist es ein besseres Spiel, weil du hast ja mehr Mechanik, und nur da frage ich mich, wie muss das für Leute sein, die niemals das Original gespielt haben, die jetzt direkt das Remake spielen? Für die muss das richtig fucking nice sein. Ja, und danach mal das Original zu spielen, ne? Ja. Weißt du, das ist ja auch dann total der Umkehrschluss, ne? Ja, aber so. Die empfinden wahrscheinlich das Gleiche wie ich, nur genau umgekehrt. Ja, weil diese emotionale Verbindung, die du dann halt zu diesem Spiel aufgebaut hast mit dem Original, habe ich aber auch. Das ist leider irgendwie gedoppelt bei uns irgendwie. Wir haben teilweise echt sehr, sehr den gleichen Geschmack oder so, das gleiche Empfinden. Aber wie gesagt, ich bin sehr glücklich mit dem Remake. Ja, ich finde, das ist ein sehr hochkarätiges Spiel. Die haben fast alles richtig gemacht. Es kommt ja noch ein DLC wahrscheinlich raus mit Ada und so. Mal gucken, wie sich der etabliert. Ja. Und wie gesagt, so ein Spiel, so ein Action-Spiel, was so krass durchdesignt ist, was null langweilig ist, das könnte man vielleicht auch dem Spiel vielleicht ankreiden, dass diese entschleunigten Sachen halt sehr rausgenommen sind. Weil auch das Schloss ist da relativ viel Action die ganze Zeit. Und die Insel auch. Also man hat wenig Durchschnaufpause, aber man hat eine gute durchdesignte Experience. Mhm. Man hat immer was zu tun. Man steckt nicht irgendwie fest durch irgendein Bullshit oder so. Verbuggte Sachen hatte ich jetzt irgendwie auch nicht großartig bei mir. Hattest du irgendwelche Bugs oder irgendwelche Fehler? Ich hatte, glaube ich, tatsächlich gar nichts. Gar nichts. Ja. Vielleicht irgendwelche minimalen AI-Bugs, dass irgendwelche Gegner sich dumm verhalten haben. Ja gut, aber das passiert immer halt. Ne? Also nichts, was mir jetzt mega negativ aufgefallen wäre. Nee, bei mir auch nicht. Und ich bin auch nicht irgendwo stecken geblieben, dass ich irgendwie irgendwas übersehen habe. Also meinen ersten Verdugo habe ich auch nicht gekillt. Du hast den gekillt, ne? Ja. Mit Raketenwerfer? Hat sich nicht gelohnt, nein. Boah, der frisst viel Dings. Ne? Das war der einzige Boss, wo ich die Broken Butterfly benutzt habe. Nee, ich habe wirklich ausgeharrt. Ich bin die ganze Zeit in 3 Räumen hin und her gelaufen und habe quasi die Zeit überbrückt und ausgewichen und habe gewartet, dass der Aufzug kommt.
Bei meinem zweiten Playthrough habe ich ihn. Ich dachte halt, vielleicht droppt er irgendwas Cooles, aber. Der droppt eine Taschenuhr. Eine goldene Taschenuhr. Früher war es ein Kronenteil. Mhm. Aber auch diese Area haben die ja auch ein bisschen verändert. Ne? Wenn man da runterfällt in diese Falle. Ja, ja, da ist ja diese auch. Diese kleinen Kanalisationen. Genau, da kommen ja dann diese getarnten Insekten. Ja, genau. Da dachte ich auch erst, die Szene würde einfach fehlen, weil diese Kanalisation fehlt ja. Ja, genau. Normalerweise auftauchen. Dann dachte ich so, oh, haben die echte rausgeschnitten und es gibt jetzt nur noch die normalen, nicht getarnten Insekten. Mhm. Und dann kamen die da. Und das hat mich dann auch sehr überrascht. Aber die Stille ist eigentlich ganz cool, weil du kannst die sehen quasi. Du musst halt ein bisschen langsamer gehen halt, und die siehst die auch. Die rennen halt durchs Wasser und du siehst halt die Wasserripples. Stimmt, das war's. Und du siehst auch, wenn du genau hinguckst, siehst du auch die Augen kurz, dass die so schlieren ziehen. Genau, das habe ich auch gesehen. Aber das ist cool, weil auf Profi ist das Horror. Weil dann, glaube ich. Ja, da achtest du wirklich. Ich bin da echt so langsam durchgegangen, weil ich halt immer gezielt habe und geguckt habe, wo die jetzt hinwollen. Ja, die Szene fand ich halt auch im Original damals so krass irgendwie. Ja, die ist unangenehm, ne? Ja. Ja, muss man auch sagen. Ja, und quasi, dass man jetzt rennen und zielen kann, ne? Das war ja früher in der Game. Ja, wobei man kann nicht wirklich rennen. Man geht langsam. So ganz langsam strafen, ne? Ja, genau. Aber früher ging das ja gar nicht bei Resident Evil 4. Da war es ja nicht mal Twin-Stick-Steuerung. Du hast ja nur links einen Stick zum Zielen und zum Rennen. Und konntest entweder zielen oder rennen. Aber gut, ja. Das ist halt jetzt Vergangenheit. Jedes moderne Spiel hat jetzt beide Möglichkeiten. Hast du noch irgendwas Besonderes zu Resident Evil 4? Ziemlich viel gequatscht, ne? Charaktere haben wir besprochen, ne? Ada haben wir auch drüber geredet. Wie sich das Gameplay verändert hat. Ja. Alle Bosse einmal. Highlights, Lowlights haben wir auch. Naja, ich fällt mir auch nichts ein. Ich habe auch noch diese Dinger, dass man die Glocke early läuten kann, habe ich erzählt. Die Quests haben wir gesagt, die Waffen haben wir auch drüber geredet, Bossfights. Kann es sein, dass es weniger unlockable Weapons gibt? Ich habe das Gefühl, früher gab es irgendwie mehr. Diesen Plagas-Laser gibt's. Genau, nicht. Den Plagas-Laser. Früher gab es noch die Matilda, aber die kann man jetzt einfach so kaufen. Für Spinels. Ja. Infinite Rocket Launcher gibt es. Ne? Gibt es, ja. Der ist aber teuer, der kostet 2 Millionen. Nee, also. Na gut, dann fehlt mir der Plagas-Laser. Jetzt gibt es halt mehr Kostüme und sowas, ne? Ja. Es gibt irgendwie ein Chicken Head, es gibt eine Augenklappe. Ja, es gibt diese Accessories, die man erkunden kann. Ja, genau. Hätten sie auch noch mehr mitmachen können eigentlich. Habe ich nichts gegen. Solange es meinen Pinstripe-Suit gibt, ist alles gut. Ja, ist cool, ne? Habe ich auch. Ich habe den und eine Augenklappe als Kostüm. Das ist richtig edgy. Mafiosi edgy. Ja, dann sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Ja, würde ich auch sagen. Also, ja, also falls ihr euch irgendwie überlegt habt, das Spiel zu kaufen und wart euch unsicher, also ich glaube, wir können euch eigentlich eine uneingeschränkte Empfehlung geben. Ja, Kaufempfehlung. Ihr könnt natürlich auf einen Sale warten, das wird aber noch lange dauern, glaube ich, weil es gerade noch neu ist. Aber auf PC wird es wahrscheinlich schneller einen Sale geben. Ja, das glaube ich auch. Also schon. Auf Steam, nächster Steam-Sale müsste auch irgendwie in einem Monat oder so sein. Ja, was man nicht empfehlen kann, es gibt, glaube ich, sogar eine PS4-Version und eine Xbox. Echt? Ja, das ist auch für Last Gen noch erschienen, nicht nur für Current. Eine Switch-Version wird es niemals geben, aber... Doch, Stream-Version. Alter, ja, habe ich von Village gemacht, Alter, das kannst du nicht spielen. Also so hier 5 Sekunden Delay. Ist wirklich so. Das Spiel ist so laggy und es hat so Delay, also Finger weg. Also kauft euch nicht für die Switch Resident Evil Village. Oder ihr habt eine Godlike-Internetverbindung. Eigentlich dreist, dass die sowas überhaupt rausbringen, dass die sowas verkaufen. Ja, in anderen Ländern funktioniert das wahrscheinlich mit dem Internet, aber bei uns... In Japan vielleicht. Ja, aber bei uns ist das traurig. Ich habe es wirklich getestet, aber das macht wenig Sinn. Holt euch dann ein Steam Deck oder so oder spielst auf dem PC. Aber wie gesagt, und auch die Last-Gen-Version PS4 und Xbox, weiß ich nicht, was ist S oder so, die laufen auch nur auf 30 FPS. Ich blicke bei den Xbox-Namen nicht durch. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber die Generation PS4, davon die Xbox, die Generation, die laufen nur auf 30 FPS. Und die PlayStation 5-Version läuft, glaube ich, auf 60 FPS. Es gibt ja auch einen Performance-Modus, oder? Mhm. Performance und... Ja. Auf PC hängt das halt extrem von eurer GPU ab. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall mega cooles Game. Es hat wirklich fast alles richtig gemacht. Ja. Also. Ich kann, wie gesagt, kaum schlechtes Haar im Spiel lassen. Ne. Es hätte jetzt auch eine Flaute sein können und das Spiel wäre viel, viel schlechter. Aber es ist halt wirklich Neck to Neck
fast gleich wieder wie das Original. Mhm. Wirklich. Nicht viel rausgeschnitten. Es kommt wahrscheinlich noch was mit Separate Ways und dann ist es halt ein finales Produkt. Gefällt mir super. Also ist ein richtig gutes Spiel. Bin froh, dass ich das gespielt habe. Habe auch viel Zeit mit verbracht. Also ich kann ja, echt, ich habe echt, muss ich sagen, noch nicht so viel Zeit mit verbracht. Ich habe halt, wie gesagt, einmal durchgespielt, dann nochmal neu angefangen, aber bin halt da immer noch im Dorf und habe es danach keiner irgendwie nicht mehr gespielt. Also ich habe es fast dreimal durch. Ich habe es zweimal durchgespielt und halt mein Profi-Run nach der Ich Insel denke auch irgendwie, wenn ich jetzt nochmal ein Playthrough machen würde, so, keine Ahnung, würde ich irgendwie noch mehr Zugang zu dem Spiel kriegen, so. Ja. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich habe halt jede Szene quasi nur einmal gesehen, so, und dadurch, ich habe wahrscheinlich voll viel wieder vergessen oder so. Kann gut sein. Ja, ich habe halt noch Speedruns geguckt und Streams geguckt und so, und dadurch habe ich das Spiel halt relativ häufig gesehen, ne? Mhm. Also, Speedruns sind auch ganz okay von dem Spiel, kann man sich mal angucken. Gab halt viele Skips und so, die wahrscheinlich jetzt doch, weil sie den Fight konnte man quasi, also Mendes konnte man damals komplett skippen. Damals? Ja. Jetzt nicht, weil wir gucken jetzt gerade noch nebenbei einen Stream und so, aber damals konnte man den so, indem man durch irgendeine Tür durchglitscht. Ja, du konntest irgendwie hinhocken, dann die Schreibmaschine ansprechen und dadurch konntest du Out of Bounds klippen und konntest quasi diese ganze Scheune umgehen. Und dann warst du direkt am Schloss. Also es war schon crazy, also du musst echt mal, wenn du Langeweile hast und 2 Stunden Zeit hast, guckst dir mal ein Day One Patch, also nicht gepatchtes ja. Resident Evil 4 Remake ein, weil das wurde jetzt schon einmal gepatcht. Ja. Ja. Können wir so stehen lassen, ne? Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles. Ja, Leute, also falls ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat, ob ihr vielleicht ähnliche Kritikpunkte habt wie wir oder vielleicht habt ihr auch ganz andere Erfahrungen, vielleicht gefällt euch das Spiel auch nicht. Mhm. Mich würde echt mal die Meinung von jemand interessieren, der das Original nicht gespielt hat. Mhm. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Nee, kann auch sein, dass irgendwie Leute sagen so, ja, keine Ahnung, das Spiel ist irgendwie voll weird, wirkt irgendwie antiquiert oder so, weil halt, ja. Ne, weil es halt ein Remake von einem recht alten Spiel ist. Ja, ja, weiß man ja nicht, keine Ahnung. Oder dass irgendwelche Leute sich an der wenigen Story oder so ja, sowas, genau. aufreißen. Also, es hat aber überhaupt keinen Hand und Fuß dieses Spiel, ist ja voll der Nonsens. Ist es ja auch. Es ist halt ja, einfach so ein bisschen Hollywood-Trash-mäßig, Cheese. Aber noch nicht so cheesy wie das Original. Aber ich kann schon verstehen, dass vielleicht manche Leute das Spiel nicht mögen, irgendwie wegen den Charakteren, weil die keinen Zugang zu diesen Charakteren haben. Ja, kann ich alles nachvollziehen. Ja, klar. Ist halt Geschmackssache, ne? Weil das halt auch einfach nicht der Hauptfokus des Spiels ist. Nö. Ist halt wirklich ist ein Gameplay-Game. Ja, ist es. Ja, gut. Ja. Dann danken wir euch fürs Zuhören und sagen keine Ahnung, ob wir jetzt irgendwann nochmal wirklich über den Mario-Film und über Tears of the Kingdom reden. Vielleicht reden wir über Tears of the Kingdom, wenn wir es gespielt haben. Ja, ich weiß halt gar nicht, ob ich es mir überhaupt hole. Und wenn, dann wahrscheinlich nicht zum Release. Aber jetzt gerade wirklich will ich es gar nicht Greedo, spielen. Du bist doch Zelda-Greedo, Alter. Ja, aber das ist kein Zelda. Willst du nicht irgendwelche Baumstämme an? Ey, das ist so schlimm. Alle Leute hypen extrem Breath of the Wild und für mich ist es so eins der schlechtesten Zeldas. Das wäre lustig, wenn einer von uns beiden ja Breath of the Wild extrem mögen würde. Ja. Das wäre eine lustige Diskussion. Könnten uns Ewigkeiten battlen. Ja, wir können uns so streiten. Stattdessen bashen wir einfach nur die ganze Zeit zusammen auf das Spiel ein. Es tut mir auch leid, aber Breath of the Wild ist kein schlechtes Zelda, aber ihr kennt die Diskussion. Wie gesagt, das neue Zelda. Kurzum, es ist quasi wie der erste Teil. Riesige Sandbox. Ja, riesige Sandbox mit einer neuen Mechanik, dass ihr Sachen zusammenkleben könnt und baut euch euren Helikopter. Ja. Vielleicht reden wir echt nochmal drüber. Ich will es auf jeden Fall zocken, ich hol's mir Day One, weil, keine Ahnung, was soll ich mir sonst vielleicht, mit meinem Geld machen, außer verbrennen? Wer weiß, vielleicht spielst du es ja und hypst mir dann voll vor davon. Ja, volle Hype. Und dann will ich es auch unbedingt haben. Aber jetzt gerade irgendwie fühle ich es nicht. Für mich ist es halt kein Risk. Ich kaufe es mir und wenn ich enttäuscht bin, dann bin ich halt enttäuscht. Ist egal. Und dann kann ich es immer noch für 60 Euro weiterverkaufen, weil es ein Nintendo-Game ist. Ich denke halt echt so, ja, keine Ahnung, will ich jetzt wirklich irgendwie das Geld und die Zeit investieren, das zu spielen? So, weil ich habe wirklich keinen Bock drauf. So. Ich denke so, wenn ich das jetzt spielen würde, ich würde keinen Spaß dabei haben. Ja, aber das kannst du halt nur rausfinden, wenn du spielst. Aber wenn du halt jetzt gerade keine Lust auf das Game hast, ich kann es verstehen. Ich habe jetzt auch großartig keine Lust auf das Spiel. Aber es kann ja sein, dass ich mich täusche. Na gut. Egal, wir haben viel über den heißen Brei jetzt geredet. Vielleicht kommt nochmal ein Zelda-Podcast zu Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Ja,
Bis dahin, haut rein. Haut rein. Ciao, ciao.